Cookies, Comic-Cookies, lecker. Das sind die Comic-Cookies mit der Episode 65. 65 ist richtig. Ah, da hat man eine Stimme gehört. Das war die, das kannst du jetzt mal selber sagen. Legende. Genau. Wo befinden wir uns? Wir befinden uns, auch das musst du eigentlich sagen. Am Ende. Nee. In der Stadt. Am Ende des Universums. Am Rande des Universums. Ach so, ja, nur am Rande. Weil wenn ich an der einen Stelle weiter geradeaus fahre, kippe ich doch das praktisch das über Ende. Den Tellerrand. Ja. Ja. Ja, das wäre das Ende, das wollen wir aber nicht. Genau. Gerade nochmal so die Kurve gekriegt. Gerade so, ja. Auf dem Weg hierher. Also für alle, die gerne kostenlos Comics möchten, wenn mein Comicreich zu voll wird, dann schiebe ich die Comicstapel immer über das Ende des Universums hinaus und fälle es da ins... Da muss man, also bräuchte man nur eine Comic-Auffangvorrichtung installieren. Ja. Die und dann hätte man, wir gehen schon in den Fantasiebereich über, das wollten wir ja noch gar nicht. Lega-Legende kennt man auch aus dem Podcast zwei Nummern zuvor. Ja. Da warst du unter einem sehr, sehr merkwürdigen Pseudonym unterwegs, ja. Nämlich Michael. Komisch, ja. Michael ist gewöhnungsbedürftig, aber... Gib mir doch mal ein kleines Resümee von deiner Seite. Vom letzten... Vom Splitter-Stammtisch, ja. Wollte ich schon fast sagen, vom Splitter-Podcast. Also das Resümee von mir ist natürlich, dass es einfach richtig schön war. Was die Hörer natürlich, wenn sie nur hören, nicht wahrnehmen konnten, ist das, was wir alles erlebt und gesehen haben vor Ort. War halt schon beeindruckend. Ich finde es immer wieder schön, dass der Horst einfach frei erzählt, ohne Geheimnisse zu bewahren, sondern einfach mal sagt, so sieht es in meinem Alltag aus, so ist es. Was soll ich da irgendwas anders erzählen? Das Einzige, was halt nicht immer verraten darf, ist das, was noch nicht spruchreif ist, was zum Beispiel neue Titel angeht. Aber das ist ja klar. Also wenn ein Verlag sich auch selbst präsentieren möchte mit seinem neuen Band, hilft es ja nichts, wenn wir ihm schon irgendein Schlagwort raus aus den Rippen leiern, was er ganz anders präsentieren wollte. Das klingt dann ja nur halb so toll und die Comics von Splitter sind ja immer besonders toll. Und trotzdem, wer ganz genau hinhört, kann dann trotzdem das ein oder andere hören, was eigentlich noch nicht spruchreif ist. Aber oder was der Marshall rausbabbelt. Ja. Genau. Und das ist eben das Schöne immer am Podcast mit dem Host. Genau. Das Deswegen eine, was wollen wir auch so schnell wie möglich irgendwann demnächst wieder einmachen. Aber wir versprechen es diesmal nicht, sonst dauert es dann doch wieder nur ein Jahr oder noch länger. Und es fällt einem oft ja auch noch die nächste Frage ein, nachdem der Podcast vorbei ist. Ja, und deswegen wäre es schon gut, dann nochmal einen Podcast mit man ihm zu haben. Man notiere sich das. Habe ich bis jetzt noch nicht gemacht, ja. Und ich glaube auch, dass der Horst das letzte Mal was indirekt andeuten wollte, was der Marshall aufgegriffen hat, ohne dass es verstanden hat. Aber das klären wir dann auch, wenn es raus ist. Du machst schon wieder Rätsel. Naja. Es betrifft halt diese schönen, mit Gold veredelten Bände, die zur 10-jährigen Jubiläumsausgabe, wo er gesagt hat, dass er vielleicht Der hat ja schon ein bisschen was geteasert. Aber genau. Ja. Was war denn für dich so ein spezielle, oder gibt es eine spezielle Sache, die für dich jetzt rausgekommen ist, die überraschend war oder die jetzt für dich besondere Bedeutung hatte? Beim Splitter-Programm? Nee, bei dem Podcast. Beim Podcast. Das wäre jetzt schon wieder das, was ich beim Horst rausgehört habe, was der Marshall noch nicht so rausgehört hat. Okay. Das fände ich das besonders Tolle. Und ansonsten finde ich die Idee schön. Man kann nicht jeden Monat 18 Titel mit diesem schönen Goldrand machen, aber der Goldrand ist so schön und so beliebt, das ist was Besonderes. Und man möchte ja als Fan von Comics so schöne Ausgaben gerne wieder haben und dass der Horst gesagt hat, eine Überlegung ist, pro Jahr einfach einen so einen schönen Band rauszubringen, das finde ich eine sehr gute Idee. Ja. Das hat mir Vorfreude gegeben, ja, das macht Spaß, da bin ich gespannt drauf. Gut. Dann waren ja noch, weil wir jetzt gerade bei diesen Sondereditionen sind, es gab ja diese Sonderedition zum Jubiläum im Jahr 2016. Genau, 10 Bände. Und da standen ja noch welche aus und der Horst konnte nicht alle nennen und das wollen wir jetzt gerade nochmal nachtragen. Also insgesamt sind jetzt von diesen 10 geplanten 9 schon draußen und der letzte
ist jetzt auch kurz nach unserem letzten Podcast bekannt geworden. Das wurde dann doch. Also nach dem Splitter-Podcast, ja. Genau. Mhm. Ja, stimmt, das musst du immer dazu sagen, weil es gibt ja in der Zwischenzeit, nee, die 64 gibt es ja gar nicht, es gibt 263er, deswegen gibt es keinen. Also nur weil ich im Podcast gesagt habe, dass es die 63 war, heißt es nicht, dass es die wirklich war. Genau. Also jetzt inzwischen sind wunderbare, schöne Prachtausgaben, wie es der Splitter Verlag selbst in seinem Prospekt nennt, rausgekommen, wie der Horst schon vor einem Jahr gesagt hat, mhm. Storm, Indigo, Malcolm Max, mhm. die Druiden, Robin aus dem Wald, das ist mein Highlight von diesen ersten neuen, Zombie, Morena, das sieht so cool aus, weil da einfach die Aufmachung dieser Prachtausgabe passt sehr gut zu diesem römischen Style von Morena, mhm. aber ich mag halt römische Comics nicht besonders gerne, also ich finde da nur die Aufmachung sehr cool. Mhm. Und dann, du meinst jetzt den Themenschwerpunkt? Genau, ja. Was ist mit Asterix? Ich meine dieses realistische Ernste, also wo dann wirklich Asterix mag ich sehr gerne. Habe ich dich. Also als Funny ist das sehr schön. Ja. Und da steht ja auch das Funny mehr im Vordergrund. Und ja. Ja. Es hilft aber alles nichts. Also wenn ich keinen Schwerpunkt in Western sehe, für mich keinen Schwerpunkt in historisches wie die Römerzeit, das bringt alles nichts. Wenn da irgendwo ein Hammer-Comic rauskommt, der einfach gut ist, dann ist der trotzdem gut und dann mag ich den trotzdem besonders gerne. Nur werde ich da nicht anfangen, das Genre komplett für mich neu zu entdecken, okay. und auszuweiten. Und was dann auch noch erschienen war, war halt die Wege des Herrn. Mhm. Und dann sind wir schon bei der Mörder, den sie verdient hat. Das war den Horst nicht genannt hatte, glaube ich, oder? War das der andere? Ja, das müsste sein. Also die Wege des Herrn gar nichts, ja. und der Mörder, den sie verdient hat. Das waren die zwei, die der Horst, glaube ich, noch nachtragen wollte. Mhm. Und ja. Eigentlich müsste man sich die ganze Kollektion zulegen, weil das einfach schön aussieht. Jetzt ist was ganz Frisches nach dem Podcast 63 rausgekommen, nämlich, dass der 10. Band nicht der 10. Band und letzte Band ist, sondern dass es den 10. und den 11. Band noch geben mhm. wird. Im November erscheint dann Jim Cutless. Das ist auch ein sehr bekannter Titel unter Comiclesern, die seit Jahrzehnten franco-belgische Comics lesen. Mhm. Und da kommt eine 464-seitige Hardcover-Ausgabe in derselben Aufmachung. 464 Seiten. Jawohl, also okay. richtig dick. Also das ist auch für jemand, der sich das jetzt nicht vorstellen kann, die anderen haben um den Dreh so 300 Seiten. Oder der Storm hat 432 Seiten. Und Jim Cutless. Ist aber immer noch nicht das Story, was Splitter jemals rausgebracht hat. Glaube ich nicht. Die haben auch jenseits von dieser. Terra Nova? Nee, Terra Australis. Das ist 600 Seiten. Ja. Das und manchmal. Das ist ein richtiges Monster. Ja. Ja. Ja, ist cool. Ja. Und im November ist der geplant, Jim Cutless. Mhm. Und im Dezember kommt dann der 11. Band der 10-bändigen Reihe. Das sind die Chroniken von Legion. Jetzt muss ich gerade mal was trinken. So. Ja, gehört alles dazu. Immer trinken. So. So. Lecker. Schwarze Limo. Und damit meinst du keine Cola? Ja? Nee, in dem Fall nicht. Nee. Wir wollten es ja heute so ein bisschen lockerer angehen. Wir wollten mal so ein bisschen grob über deine Geschichten sprechen, die du so erlebt hast. Ich habe Geschichte gesagt. Es gibt ein inoffizielles Trinkspiel für den Podcast. Echt? Immer wenn ich Geschichte sage oder Geschichten, dann muss man einen trinken. Gut. Oder irgendjemand überhaupt Geschichte. Auf dieser Welt. Ja, also im Podcast. Ach so. Das ist das eine. Also wir wollten so ein bisschen über deine Anekdoten sprechen, die du vielleicht berichten kannst, so aus deinem Comic-Händlerleben. Ja, also ich habe mich jetzt nicht extra vorbereitet, aber mal gucken, was. Mal gucken, was da so. Was sich ergibt. Welcher Trigger betätigt wird. Ansonsten ja. hätten wir noch als Ausweichprogramm, du hast gerade eine relativ dicke Kiste bekommen. Ja, das war jetzt überhaupt nicht geplant, das ist Zufall. Das ist Zufall und ein schöner willkommener Zufall. Dann machen wir gleich mal ein US-Unboxing. Yes, wollen wir damit anfangen? Weiß ich nicht. Ich würde sagen, wir fangen erstmal mit dem eigentlichen Programmpunkt an. Weil wir gerade bei Zigarre puffend sitzen, weil der wollte es ja ein bisschen lockerer angehen. Ja. Ja.
Und sagt er nicht Traucher, ne? Ja. Ja. Also ich kaufe keine Zigarren. Nee. Du auch nicht. Hab zwar schon mal eine, aber das ist ewig keine mehr. Und nicht der Rede wert. Ja. Ja. Genau. Nee, dann würde ich sagen, machen wir es mal so mit dem Standardprogramm. Und wenn wir dann merken, jetzt fällt uns nichts mehr ein, dann können wir ja mal so ein bisschen durch deine aktuelle Lieferung uns stöbern. Ja, also ich werde auf jeden Fall eh reinstöbern. Vielleicht machen wir es während der Aufnahme, genau. Genau. Ja. Wir knüpfen nochmal kurz da an, nochmal kurz zum Hintergrund, zur Aufregung. Also du warst, wir müssen jetzt nicht alles von vorne aufrollen, aber du warst irgendwann während des Studiums oder nach dem Studium, wie war denn das? Also während des Studiums war ich öfters in der Frankfurter Innenstadt, genau, weil ich als Kunde immer gerne in den Comicladen gehe, war ich dann auch in dem richtigen Moment da, als jemand da aufhören wollte zu arbeiten. Ich hatte vorher schon mal verschiedene Comicläden gefragt, ob man da irgendwo eine Chance hat, mal mitzuarbeiten, haben die alle mehr oder weniger zu verstehen gegeben, das ist so gut wie nicht möglich. Mhm. Und ja, wer mich jetzt ein bisschen kennt, der weiß, dass ich nicht immer so auf die Schnelle entscheidungsfreudig bin. Ich bin auch entscheidungsfreudig, nur vergehen da manchmal Jahre. Das ist halt die Freude in das die Länge ja gezogen. Gut, das will ja gut überlegt sein. Ne? Ja, genau. Und da nichts so spontan, sondern da musst du naja, ja. Also wenn man auch einfach mal betrachtet, was so passiert, wenn irgendjemand einen Schnellschuss macht, das ist nicht immer das, nee, das stimmt schon, ja. Immer das Beste, aber man muss ja auch für sich selbst gucken und ich stand in dem Moment im Comicladen, als ganz kurz vorher bekannt wurde, dass der aus der US-Abteilung aufhören möchte und dann hat der Samstags-Comicladen zukünftiger Kollege bin ich reingekommen und hat dann mich gefragt, ob ich weil er das noch in Erinnerung hatte, dass ich da durchaus interessiert bin und anscheinend fand er mich nicht ganz so doof, dass er sich es auch vorstellen konnte. Und da hat er mich gefragt, ob ich die US-Abteilung übernehmen wollte und ich hätte sofort eine Antwort parat. Nee, ich kann kein Englisch, also nicht so gut. Ich habe ja nur eine Serie damals im US-Abo gehabt, das war Bone. Die gab es nicht auf Deutsch, die musste ich auf Englisch lesen. Von daher ist Englisch für mich immer verknüpft mit einer fremden Fantasy-Welt. Also wenn ich heute noch so dieses tief amerikanisch höre, ist das für mich die fremde Fantasy-Welt, weil das in Bone dann eben so gelebt wurde. Cool. Ja. Aber ich habe mich für eine andere Antwort entschieden und habe nicht 2 Jahre rumgedruckst, sondern habe einfach Ja gesagt, weil das Thema im Comicladen arbeiten ist das zweitbeste, was ich mir vorstellen konnte. Also mein Traumberuf wäre Comiczeichner zu werden, beruflich. Das steht jetzt noch an, das kommt irgendwann in Zukunft. Warum lachst du? Nein, auch nur so. Hinter dir ist ein Zeichentisch, ja, ganz frisch. Müssen wir gleich nochmal gucken. Der ist ganz neu hingestellt. Ja. Der ist noch nicht mal abgestaubt. Da kann ich dann mal gucken, ob ich da auch was dran zeichnen kann. Oder ob du mir sagen kannst, was das für einer ist und wie man benutzt, weil ich kenne mich ja überhaupt nicht aus. Ja, müssen wir mal gucken. Ich habe durchaus an einem Zeichentisch gelernt, in meiner Hochbau. Ausbildung zum Bauzeichnen. Ja. Von daher kann man da mal gucken, ob das adaptierbar ist auf deinen Tisch, was ich da so gelernt habe. Ja. Vielleicht gibt es irgendwo einen Hebel, wo ich überhaupt nicht weiß, wozu der gut ist. Ja. Und du sagst, hey, guck mal, damit kannst du das und das machen. Mal gucken. Gucken wir mal. Und dann habe ich halt, weil ich wegen des Studiums täglich in Frankfurt war, war ich im richtigen Moment im Comicladen und deswegen habe ich da auch gleich Ja gesagt. Dann ging es zum, wie nennt man es, Vorstellungsgespräch. Und ja, also das war vielleicht jetzt nicht so berühmt, dass da draußen Anekdoten entstanden sind, aber danach habe ich dann halt einen Aushilfsjob gekriegt. Das ist genau das, was man als Student braucht, weil man braucht ja noch Zeit zum Studieren und man muss Geld verdienen. Ja. Genau. Ja, ist ja wurscht, wo die Anekdoten liegen. Ich habe nämlich dann auch studiert einen Studiengang, wo ich einen Schein machen wollte mit einer Arbeit, die ich mit einem zusammen gemacht habe. Und der andere, der kam mir als einziger von den ganzen Uni-Leuten noch unfähiger vor als ich. Okay. wir haben dann ein Thema gehabt, das weiß ich jetzt heute zwar nicht mehr, ist schon eine Weile her, aber er hat gesagt, ihm fällt das Mündliche nicht so gut, nicht so leicht. Mhm. Und ich habe gedacht, naja, wenn er dann die Stärke im Schreiben hat, vielleicht passt es perfekt, weil ich habe mir das Mündliche zumindest zugetraut und habe gedacht, dann machen wir es so, dann teilen wir es auf. Mein Schwerpunkt ist das Mündliche, sein Schwerpunkt ist das Schriftliche. Natürlich sind wir uns dessen bewusst als Studenten, dass wir Verantwortung für beides tragen. Und dann
hat er dauernd die Treffen abgesagt, wo wir uns abgestimmt haben und unsere Zwischenstände ausgetauscht und mitgeteilt haben. Und dann hat er immer nur versprochen, dass er zu dem Termin, der dann irgendwann auch näher rückte, auf jeden Fall garantiert da sein würde. Er ist sogar nicht mal zum letzten Vorgespräch gekommen. Er ist gar nicht mehr zu diesem Thema gekommen. Okay. Und, hat er es hingeschmissen oder was? Das weiß ich bis heute nicht, aber so, irgendwie okay. Fühle ich mich komplett im Stich gelassen und habe dann vorsichtshalber natürlich beides lieber so ein bisschen vorbereitet und war dann auch zu dem Vortrag da, habe alles allein gemacht, habe alles dann auch noch selbst was Schriftliches zusammengeschustert, abgegeben. Ja, bin ich ein bisschen stolz auf mich und habe den da auch nicht gesehen, er ist halt nicht aufgetaucht. Und dann hat er danach angerufen, hat gesagt, wie schief bei ihm alles gelaufen sei, privat, beruflich, sonst was, was dann ich. Für mich klang es, weil er ja überhaupt nichts vorher irgendwo in irgendeiner Richtung, als wäre überfordert, als wüsste er nicht, was er da soll und wie er es hinkriegen kann. Also ich glaube, der war da komplett falsch. Ich war halb falsch und habe es aber ja zumindest gebacken gekriegt. Mein mündlicher Vortrag kam sogar relativ gut an, der wurde gut bewertet. Das Schriftliche weiß ich heute gar nicht mehr, ist aber auch wurscht, weil zu der Zeit war dann im Comicladen die Überlegung, dass vielleicht ein Auszubildender gesucht würde, der dann im Comicladen eine Ausbildung macht. Und okay. Da habe ich dann gesagt, ich hätte auch gerne Ausbildung. Mhm. Und dann haben die das sich ja, durchdacht und haben gedacht, warum denn nicht? Mhm. Dann mache ich halt die Ausbildung. Dann kann ich aber nicht weiter studieren, weil dann wäre ich ja ganz vollzeitig beschäftigt mit Ausbildung. Mhm. Dann habe ich einfach die Uni abgebrochen, Prioritäten setzen, Comic geht vor. Hast du das bereut? Irgendwann mal? Ich glaube, das wäre so schwierig geworden, mit Verantwortung ein richtiges Studium erfolgreich abzuschließen, dass ich davon hinterher auch was hätte. Und ich habe ja nicht auf Lehramt studiert. Ich weiß nicht, was war das für ein Studium nochmal genau? Also ich habe Religionsphilosophie und Kunstgeschichte studiert. Okay. Und Religionsphilosophie war richtig interessant. In Kunstgeschichte hat man einfach nur gelernt, dass es irgendwo versnobte Geschichtsprofessoren gibt, die wissen, was eine offizielle Interpretation von irgendeinem uralten Kunstwerk ist. Das ist das offiziell Gültige. Und wenn du da allein nur als Anregung oder Idee sagst, könnte es nicht sein, dass damals im 16. Jahrhundert der Künstler das so und so gesehen haben könnte oder in seinem Bild diese Nuance eingebaut hat, dann bist du der Pöbel, weil du nicht der offiziellen Interpretation folgst. Die ist nämlich schon festgelegt. Mhm. Und die Professoren, die halten was auf sich, diesen Professoren. So ein bisschen wie in der Schule, ne? Im Lehrplan so. Ja, wobei in der Schule sind die Lehrer manchmal ein bisschen freier. Okay. Oder lassen einen eher leben als das, was ich da in diesem Studium mit diesen Professoren, die ich jetzt halt getroffen habe, wahrgenommen habe. Ja, also irgendwie ist das alles so ein Ego-Kampf und wenn man ein Professor ist, dann hat man diesen Kampf gewonnen und lässt bestimmt nicht den Nächsten so leicht auf die Professorentreppe. Die müssen alle folgen. Also dieser Intention des Autors, die offiziell so und so ist und so weiter und so weiter. Ja, fand ich ein bisschen blöd. Aber Religionsphilosophie ist voll cool. Also wenn man das so ein bisschen ja, verfolgt, kann man wunderbar ein Comic-Autor werden, der neue Welten, Worldbuilding, der sehr gut schaffen kann. Mhm. Ich bin jetzt zwar bis heute kein Comic-Autor geworden, aber es, unter dem Aspekt, die Comics zu lesen, macht auch Spaß. Mhm. Und ja, aus meiner Sicht, das ist schon die erste Anekdote, da wie ich da allein stand und den Vortrag halten muss und ein anderer Typ nicht ankam und ich weiß ja nicht, ob er jemals wieder zurückkam. Er hat ja damals gesagt, oh, er muss sich jetzt wirklich zusammenreißen, muss da wieder hin. Und dann habe ich ihn jetzt einfach im Stich gelassen, indem ich dann ihm nichts von meinem abgegeben habe und er stand ja wahrscheinlich ohne irgendwas da. Naja, trägt er halt die Verantwortung für sein Nichthandeln und dann bin ich im Comicladen gelandet als Auszubildender. Das heißt, ich habe da die Berufsschule besucht und ansonsten im Comicladen gelernt und geschafft. Gelernt ist witzig, ja, naja, komm, man lernt im Leben immer dazu. Und dann ist die eine Story, über die der Ralf Rute vielleicht sogar bis heute noch lacht, die, dass der Comicladen regelmäßig Signierstunden gemacht hatte. Dafür war er damals der traditionsreichste Comicladen, den gab es damals schon seit über 20 Jahren, heute gibt es ihn seit über 35 Jahren, immer wieder Signierstunden und
ich als kleiner auszubildender Trottel, der überhaupt im Berufsleben überhaupt erst anfängt und noch gar nicht so richtig weiß, wie irgendwas richtig läuft. Also mein erster Arbeitstag im Comicladen war mein erster Tag im Berufsleben. Mhm. Davor habe ich ja noch nie außer Zeitung austragen und sonstiges noch nie gearbeitet. Und dann hat man so ein bisschen Wissen ja in der Berufsschule mitgekriegt, was so das Theoretische angeht. Und zwar wurde ich ja ausgebildet als Buchhändler, das ist so ein spezialisierter Einzelhandel, ist mein Kaufmann. Und dann habe ich mir gewünscht, weil ich den Ralf Rute mag, der hat 1997 irgendwann mal seinen ersten Comic bei Boisel, beim Steffen Boisel, dem sein Verlag, rausgebracht. Und seitdem bin ich Fan von seinen Cartoons, sehr witzig. Ja. Und dann habe ich vorgeschlagen, dass ich gern diesen Zeichner mal möchte. Das Schöne ist ja, dass das ein nationaler Zeichner ist, der keine Flugkosten und Hotelkosten verursacht. Das heißt, es ist auch günstiger. Mhm. Der war damals auch noch nicht so berühmt und bekannt. Das heißt, man könnte als Comicler noch jemanden präsentieren und damit vielleicht sogar fördern. Aber einfach nur, weil ich ihn toll fand, wollte ich ihn da haben. Dann sind sie da meinen Wünschen gefolgt. Wir haben angefragt, es hat geklappt. Und dann sollte ich mich sozusagen in meiner Ausbildung, um das auch mal zu lernen und zu machen, diese Signierstunde so ein bisschen mitplanen, mitorganisieren. Und dann habe ich so einen Fax reinbekommen. Also zu der Zeit gab es noch Faxe. Und da war dann das ist ja ewig hier. Ein Bestellangebot, dass man eine Partie bestellt. Und wenn man eine Partie bestellt, dann bekommt man mit Ralf Rute Cartoon bedrucktes Motiv eine Schokolade, eine limitierte Tasse und halt die Partie Comics. Mhm. Und an dem Tag war der Ausbilder nicht da. Ja. Und ich wollte es aber, ist jetzt ja das, was ich bearbeite. Ich hätte mich normal nochmal mit ihm in Rücksprache gehalten. Dann habe ich halt die andere Kollegin gefragt, die jetzt keine Buchhändlerausbildung hat, die einfach nur aus dem Einzelhandel kommt. Und die hat gesagt, naja, du mach halt. Ich weiß jetzt auch nicht, was dagegen spricht. Bestell halt. Wir zeigen es halt morgen dem Kollegen. Und dann war ich am nächsten Tag in der Berufsschule und habe in der Berufsschule was gelernt, was eine Partie ist. Das wusste ich bis dahin nicht. Und da habe ich einfach, während ich das gelernt habe, ich gedacht, das ist ja echt praxisnah. Also gestern bestelle ich eine Partie und heute lerne ich, was ich. Ja. Ich muss im Nachhinein sagen, umgekehrt. Umgekehrt wäre es vielleicht besser gewesen. Genau, also es war halt, eine Partie ist, wenn man eine bestimmte Menge bestellt, dann ist es so, dass man als Händler ein Exemplar umsonst dazu bekommt, dass man dann noch mehr verkaufen kann. Das heißt, wenn man das umrechnet, sind die Rabatte höher. Und es war in dem Fall einfach gar nicht so extrem schlimm, aber es war trotzdem für mich ein Schock, weil ich ja gar nicht wusste, ab wann ist es denn eigentlich schlimm. Also der hatte damals 4 Bände draußen, das heißt, in diesem Fall war eine kleine Partie, dass man 10 bestellten 11. dazu bekommt. Das heißt, wir hatten dann bei 4 Bänden 44 Bände. Und es wurde halt eingeschätzt damals, dass der Zeichner nicht so viel Verkäufe generieren könnte mit einer Signierstunde. Ja. Und dann habe ich nur in diesem Moment in der Berufsschule sitzend in meinem Kopf so gedacht, oh je, was mache ich jetzt, was mache ich jetzt, was mache ich jetzt? Weil ich sprach ja noch dagegen, das zu stornieren, weil ich wollte die Schokolade haben. Und ja, du hast das schon praktisch gedacht. Also, ja, klar. Oder zumindest pragmatisch. Und die Tasse auch, ja. Ja. Und weil es eine Signierstunde war, haben wir das dann halt doch stehen gelassen. Aber dann kam halt die Signierstunde. Der Ralf Rute war da. Der hat die Geschichte natürlich auch gleich als allererstes erzählt bekommen. Hat sich ziemlich kaputt gelacht. Comiczeichner zeichnen bei Signierstunden viele gerne das, was der Fan gerne möchte. Mhm. Das heißt, man wird oft auch gefragt, was hättest du gerne? Und dann sagt er, ich hätte gerne, Tinkerbell, der andere sagt, ich hätte gerne Elefant, der dritte sagt gerne, ich hätte gerne das. Und ich habe einfach was gezeichnet bekommen und das war dann eine Zeichnung vom Partie-Michel. Das heißt, war schon ein lustiger Cartoon und witzige Cartoons sind ja überspitzt. Das heißt, da waren dann in der Zeichnung Berge von Comics und ich da irgendwie davor strahlend mit irgendeinem Spruch, den ich jetzt heute auswendig leider nicht mehr weiß, aber das war dann halt der Gag und das war sehr witzig. Ja. Und dann habe ich den alle 2 Jahre findet in Erlangen ja der Comic-Salon statt und spätestens da trifft sich so ein bisschen die Comicwelt. Und immer, wenn ich ihn da getroffen habe, hat er mich wiedererkannt und hat laut gerufen, hey, Partie Michel, hallo. Und das war dann jahrelang mein Spitzname. Ja. Ja. Naja, so kann man den Leuten aber auch im Gedächtnis bleiben. Ne? Ja, ich weiß gar nicht, ob er sich heute noch dran erinnert, weil inzwischen ist es wirklich lange her. Aber jahrelang war das dabei. Ach, guck mal hier. Ich habe mich vorhin gefragt, wo die... Jetzt kommen die Sachen aus der Hosentasche. Ja, der gehört ja auch. Ist auch so jemand, der, wenn er redet, ein bisschen was zum Spielen braucht, ne? Nee. Wenn ich das gerade so beachte. Ich brauche immer was zum Spielen und manchmal rede ich dabei. So.
Na gut, das wollen wir jetzt nicht vertiefen. Ja. Dann lass mich da auch mal eine Anekdote erzählen, weil eine habe ich tatsächlich über mein Comic-Leben auch zu erzählen. Echt? Erzähl mal. Aber vielleicht kennst du sie sogar schon. Das war seinerzeit, da habe ich noch im Wilden Osten gelebt und da habe ich aus Mangel an Beweisen, an Comic-Shops, sehr viele Sachen einfach über einen Versand bestellt. Und das war damals X-Comics in Saarbrücken und Saarlouis. Ah. Und naja, ich hatte so ein kleines US-Abo. Also das waren dann die Serien, waren halt die, die ich damals dann bei euch weitergeführt habe, eine Zeit lang. Damals Superboy, Nightwing und... Nee, es waren nur zwei. Doch, Robin, glaube ich noch. Robin war es, glaube ich, auch noch. Ja. Ja. Und vielleicht also die Titans Sachen... die Sachen, die es auf Deutsch nicht gab. Und das waren so die Charaktere, die ich da so ein bisschen interessant fand. Und die habe ich dann über X-Comics bezogen. Und da hat sich es ja dann natürlich auch nur gelohnt, das einmal am Monat gesammelt zu verschicken. Ja. Und ich war dann irgendwann mal so auf Jobsuche und habe mich beworben in anderen Bundesländern, also weiter weg von zu Hause. War also irgendwie unterwegs. Und es kommt wohl eine Lieferung per Nachname, die dann über 200 Mark damals noch. Ich so, Moment, also meine Mutter rief mich dann irgendwie an und sagte hier, was hast du denn da bestellt? Nachname 200 Mark, so viel Geld hat man gerade so zu Hause jetzt zufälligerweise, aber ich könnte es bezahlen, aber wäre schön gewesen, wenn mal vorher Bescheid gesagt ist. Ich sage, das kann eigentlich nicht sein, weil ich habe, da sollten drei Hefte drin sein, guck halt mal, was drin ist. Da war da irgendwie Massenzeug noch drin, irgendwie auch eine limitierte Box von The Tents damals noch irgendwie. Ah, ja. Irgendwie eine DVD-Box oder irgendwas. Wie gesagt, ich habe das Zeug ja auch nie gesehen, weil ich war unterwegs. Ich habe gesagt, nee, das kann nicht sein. Also dann rufe ich da an und habe dann angerufen. Ich glaube, ihr habt mir da zu viel geschickt. Ja, macht nichts, schick einfach das Zeug, was zu viel ist, zurück und wir, sobald es hier ankommt, erstatten wir dir das. Ja, kam aber nie an. Oh. Bei X-Comics. Also losgeschickt hat man es. Und wo ist das Zeug, ja? Wo ist es abgeblieben? Und dann habe ich halt einen Nachforschungsauftrag gestellt bei der Post. Das musste man damals noch so machen. Und kam dann nach ein paar Wochen raus, der LKW, der die Lieferung praktisch nach Chemnitz fahren sollte, ist auf halber Strecke verbrannt. Ach du Scheiße. Oder die Fuhre ist verbrannt. Also, ja, so. Zu den Zeiten Bücher verbrennen, und so. Unmöglich. Ja. Oh je. Unbeabsichtigt. Und dann halt noch so eine limitierte Sache dabei, die dann um einen gleich nochmal limitierter war. Oh je. Und also hat mir dann die Postnäher das Geld ersetzt. Ja. Ich meine, X-Comics hat keinen Schaden davon getragen, der hat ja sein Geld trotzdem bekommen. Ja, aber Comic-Liebhaber. Da war ich dann bei X-Comics dann irgendwann auch bekannt und berüchtigt. Und irgendwann hatten die dann mal einen Tag da auf der Tür dort. Ja. Und dann war ich da und habe die besucht. Und dann kam der Geschäftsführer von denen, Alex Fischer, dann auf mich zu und sagte, ach, du bist der Steffen Liebste. Ich so, ja, genau, der bin ich. Das ist doch krass, ja, das ist doch cool. Wobei, als Comic-Liebhaber, es tut einem schon weh. Ich bin froh, dass ich die Sachen nicht gesehen habe. Wer weiß, wie ich davon noch behalten hätte retten können, aber naja. Also ich habe damals auch Tents gelesen und soweit halb gut gefunden. Also man kann die Sachen aus den 90ern nicht immer ganz aber gut finden. Gab es denn da für eine DVD oder was? Das zu Tents weiß ich jetzt nicht mehr. Weiß ich jetzt auch nicht. Wobei, falls es da irgendwelche Anime-Serien gab, das hat mich immer nicht so interessiert, weil man musste zwanghaft seinen Sammelkreis künstlich begrenzen, um nicht auszuufern, ja. Kann auch sein, dass es irgendein spezieller Band war und ich habe es nur falsch in Erinnerung. Aber es war jede Menge Zeug drin, also für 200 Mark damals. Ja. Und im Gegenwert, ich hatte 15 Mark oder was, ja, eigentlich. Also effektiv die drei Hefte halt. Ja. Also nicht mal ganz. Ja. Oh, nee. Also es war schon, ja. Ja, als du gesagt hast, X-Comics, habe ich gedacht, vielleicht das Paket, während du am Erzählen warst, bei Xtra Box gelandet. Aber verbrannt ist ja echt. Da müssen wir dazu sagen, dass so, das ist der Name von dem Laden, wo du gearbeitet hast. Ja, also in Frankfurt gibt es heutzutage seit über 35 Jahren einen Comicladen. Ja. Das klingt jetzt eine lange Zeit, aber vor 35 Jahren war es halt eine Sensation, dass es überhaupt irgendwo einen Comicladen gibt. In dieser Anfangszeit hat mir mein Vater, der in Frankfurt gearbeitet hat, auch gesagt, da gibt es einen Comicladen.
Und dann war ich da seit dem Moment Kunde, also seit den ersten Stunden, ohne ich wusste damals, dass es die ersten Stunden waren, aber es ist krass, ja. Mhm. Ganz allein nur mit Comics. Wenn man das, ja. Also heute ist das, heute gibt es Comic-Läden, aber damals gab es das nicht. Ja. Ja. Schon der Hammer. Ja. Das ist dann, der Comic-Laden gehört jemanden, der hat auch Comic Deutschlands ersten Comic-Vertrieb gehabt, also jemand, der von den Verlagen Comics einsammelt, an die Läden verteilt, den Vertrieb. Und da gibt es bestimmt auch noch ein paar Anekdoten, aber ich glaube, die kann man nicht öffentlich erzählen. Okay. Nee, dann beschränken wir uns mal so ein bisschen auf den Laden, auf das, ja. Was du dann halt da erzählen kannst, ohne dass es jemanden diffamiert vielleicht, ja. Am Ende. Ja. Ich habe ja eben schon das Faxgerät erwähnt. Ich habe erwähnt, dass dann mein Job die US-Abteilung sein soll. Ja, da könnte ich gerade weiter erzählen. Aber ich glaube, die Geschichte hast du sogar schon erzählt. Habe ich schon erzählt? Ja. Dann bitte den deswegen Podcast von vor einem Jahr nochmal anhören. Genau. Ja, also die mag ich bis heute. Das ist so ein bisschen auch... Ja, ich habe ihn nämlich zur Vorbereitung auch nochmal relativ zeitnah gehört. Gut. Deswegen, also wenn du jetzt auf die Geschichte mit den gezeichneten Faxen rauskommst, genau, ja. Dann hast du die schon dann erzählt. Dann habe ich die schon erzählt. Das einfach bitte nachhören in Episode Nummer... Ja. Ich soll dir nicht Nummer sagen, wenn ich die Nummer nicht weiß. Also in der Episode mit Lega-Legende im letzten Podcast. Aber ich werde die Episode auch nochmal, aus dem letzten Jahr, ich werde die Episode nochmal verlinken. Jawohl. Danke. Ja. Das sich zusammenpuzzeln. Ist schon krass, ja. Ja. Faxe brauchen wir nicht mehr. Ja. Ja. Habe ich da auch erzählt, dass zum Schluss rauskam, dass die halt alle Deutsch sprechen können? Ja, ja, das kam da auch raus. Also, und dass sie dich dann auf der Buchmesse quasi mal kurz hochgelebt haben. Genau, hast, ja, ja. Ja, genau. Ja, das ist krass. Ja. Ja, ja, da hatte ich halt immer Elefantchen drauf. Das waren schon die Anekdoten, ne? Da hatte ich dann auch immer Elefantchen drauf gezeichnet. Irgendwann gab es ja mal das Comic-Forum, wovon der Horst immer gerne erzählt. Dann hatte ich meine eigenen Comic-Elefantchen auch im Comic-Forum immer gepostet. Gab ein paar Leute, die wussten was Positives drüber zu sagen, also offiziell heutzutage macht man das anders. Heute sagt man auch, was alles scheiße ist, aber früher hat man in Foren was ja, Positives das, besprochen. Das vorwiegend, ne? Das, was scheiße ist. Ja. Und ja, dann hatte ich auch ein paar Fans, die nur des Englischen mächtig waren, von meinen niedlichen Elefantchen. Die haben immer gedacht, hey, wenn das auf Englisch wäre, würde ich sogar verstehen, worum es geht. Das habe ich damals leider nicht gemacht. Wenn ich heute nochmal. Die Ideen gab es, ne? Ja. Ja. Heute hätte ich sogar jemanden, der es auf übersetzen könnte. Die Kati kann ja ganz gut Englisch. Ja, mal gucken. Vielleicht gehe ich das irgendwann mal wieder an. Ja. Weiter geht's. Weiter geht's. Jetzt sind wir nicht mehr zu zweit, sondern zu dritt. Ja. Die Nachbarskatze ist zu uns reingekommen und ist auch geblieben. Mhm. Dann hört sie halt ein bisschen mit. Ja. Stichwort Katze. Kommt ein bisschen aufs Kabel. Ach so, ja. Das ist natürlich interessant. Ja. Nur wenn sie dann dran rumkaut, gefällt sie ihr nicht. Also. Mhm. Aber sie guckt hier nur. Die guckt nur verträumt. Ja, ist eine ganz süße Katze. Mhm. Das ist die Amy. Heute mit Maskottchen. Heute mit Maskottchen. Ja. Es gibt ja auch Comics, die Katzen beinhalten. Mhm. Früher gab es wenige, wo der Katze der Hauptcharakter ist. Heute gibt es sogar sowas. Ja. Wir hatten auch im Comicladen verschiedenste Kunden. Ein Kunde hat immer die Comics gesammelt und nur die Comics gesammelt, wo Katzen drin vorkommen. Ja. Und das ist ja eine charmante Eigenschaft als Sammler. Wenn man das weiß und es ist ein Stammkunde, dann hat man das, behält man das auch immer im Hinterkopf, wenn man selbst die Neuerscheinungen immer durchschaut, durchliest, dann weiß man genau, das wird Kunde A bestimmt mögen, weil hier kommt dieses Thema vor. Mhm. Nicht sofort erkennbar, aber es kommt das drin vor, mal Kunde B, und dann hat man das immer auch alles abgecheckt, weil wir einen Kunden haben, der immer einen Comic gekauft hat, wenn der Katzen gezeichnet drin vorkam. Der hat halt gezeichnete Katzen gesammelt. Und dann gab es auch so Comics wie Feliday, das ist ganz klar, dass es da um Katzen ging, aber er konnte selbst nicht alles nachforschen, wo Katzen drin vorkommen. Und das, den Job haben wir dann auch immer gerne mit übernommen. Wenn man das wegen einem Kunden macht, das klingt immer wie, was für ein Aufwand für einen Kunden, ist es ja gar nicht, weil einfach die Anekdote weiter erzählt, stellt man fest, dass vielleicht ein zweiter Kunde auch noch sagt, ach, das ist ja interessant, wird mich auch interessieren. Und wenn es nur des Interesse wegen ist, aber ist ja schön. Mhm. Und dann
habe ich einfach mal ausprobiert, wie weit er den Comic kauft, wenn eine Katze auch nur einmal irgendwo im Hintergrund vorkommt. Ja, das meint er auch. Das möchte er auch wissen. Mhm. Also der möchte das komplett sammeln, diesen Bereich Comics, wo Katzen drin vorkommen. Okay. Wir hatten andere Kunden, die waren einfach Fantasy-Comic-Fan und haben es geliebt, wenn Drachen vorkamen. Und die wollten dann zum Beispiel nicht jeden Comic kaufen, wo einmal im Hintergrund ein Drache vorkommt. Aber wenn ein Drache mit in der Handlung mitspielt, dann wollten sie das schon. Mhm. Und der wollte halt jeden Katzencomic haben. Ja. Da denke ich heute, wenn ich einen Katzencomic, heute gibt es ja auch einen Comic, der heißt Katzen, von Dunnybox, oder? Genau, ja. Der ist jetzt erschienen, als ich nicht mehr im Comicladen gearbeitet habe, aber ich denke bis heute immer noch dann an die Kunden, wo ich das früher gerne zugeordnet habe, ja. 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 Katze schläft. Wir haben sie zum Schlafen gebracht. Ja. Unsere Stimmen sind sehr einschläfernd, wie der Marshall uns ja auch schon bewiesen hat. Der Einschlafen-Podcast. Oder der Marshall hat das Katzengehen, das kann er auch sein. Also je nachdem. Einschlafen-Podcast. Ja. Naja, gut. Ja. Was hat man denn vorhin noch so? Ich oder? Weiß gar nicht, wo, bevor die Emmy reinkam, worüber gesprochen haben, das weiß ich auswendig gar nicht. Ach, ich glaube, wir hatten einfach nur gesagt, dass man als Zuhörer jetzt die eine Anekdote mit dem, was ich schon mal erzählt habe, im alten Podcast nachhören mögen. Mhm. Und dann ging die Tür auf. Dann ging die Tür auf. Ja, dann können wir jetzt eigentlich. Die Tür ging ja auch für einige andere im Comicladen auf. Immer wieder. Ja. Da kam ja auch alle. Auch die gar nicht so aus Frankfurt kamen, ne? Nee. Sondern von weiter her. Also heutzutage gibt es ja in vielen großen Städten oder auch in kleineren Städten irgendwo einen Comicladen, der hat sich etabliert oder aus Liebhaberei überlebt der. In den Anfangszeiten des Comicladens, da sind die Leute ja von Deutschland weit nach Frankfurt in diesen Comicladen gekommen. Der hieß damals auch nur Comicladen, weil das reicht als Name. Mhm. Der war bei mir auch damals funktioniert. Das Telefonbuch geguckt, irgendwas mit Comic, ja, Comicladen, genau. Okay, reicht. Also zur Zeit, wo es noch kein Internet gab, muss ich es anders rumsprechen, aber wenn du Comic-Fan bist und du hast die Chance, es irgendwo aufzuschnappen, dass es einen Comic-Laden gibt, dann ist das nicht so, ich speiere es mal ab und vielleicht gehe ich irgendwann mal hin, dann ist das, was, es gibt einen Laden, wo nur Comics gibt. Mhm. Dann sind die halt aus ganz Deutschland dahin und manche machen das bis heute so, es ist ein Urgestein, dieser Comic-Laden, was da dann alles für Kundschaft ist. Es gab in den 80ern eine Hochzeit, also wo Comics selbst geboomt haben, wo die Verlage sich gefreut haben, dass sich da halt nicht 2000 verkauft haben, sondern 20.000. Krass. Ja, ich glaube, die Verlage jammern derzeit bis heute hinterher, so ähnlich wie die Musikindustrie. Die muss überhaupt nicht jammern, verdient heute genauso Geld. Nur es gab halt irgendwann mal eine Zeit, wo es unglaublich viel mehr war. Bei den Comics ist es nicht so extrem. Comic ist in Deutschland bis heute aus Sicht von anderen Businessbereichen eine Nische. Mhm. Auch so Verlage wie Heine, die Stephen King im Programm haben, damit als Roman so viel Geld verdienen, dass sie auch gedacht haben, hey, es gibt Comics dazu, wollen wir auch bringen. Dem hinterher gedacht, was haben wir nur falsch gemacht, warum kaufen das nur so wenig Leute? Naja, weil es halt hauptsächlich nur die Comicleser gekauft haben, die sind nur so wenige in Deutschland. Mhm. Irgendwann hat es der Panini Verlag übernommen, eine Normalausgabe. Der hat sich darüber gefreut, der freut sich über diese wenigen Zahlen. Also als Comic-Verlag ist man hierzulande meistens ein Liebhaber-Verlag. Und die schöne Luxusausgabe erscheint ja wieder bei Splitter von Der dunkle Turm. Mhm. Cool, ich muss da jetzt endlich mal nachlesen. Ja. Ja, der Matthias hat ja gesagt, der hat bis zu 15 gelesen. Das ist ja auf Deutsch, glaube ich, der vorletzte Band oder sowas. Der ist ziemlich weit. Mhm. Gucken wir mal. Ja. Ja. Splitter Verlag. Ja, wenn man an die alten Zeiten denkt, früher, als es noch keinen neuen gab, gab es nur einen Splitter Verlag. Das ist das, was heute der alte Splitter Verlag ist. Mhm. Damals gab es auch noch kein Internet. Die Gerüchte waren nur intern zwischen Verlegern und vielleicht noch Vertrieben und Läden. Ja, der hat ja auch sein Ende gefunden und ja, rückwirkend betrachtet, ist teilweise selbst mit herbeigesteuert, dass er. Ja, da kann man ja auch nochmal so ein bisschen nachhören. In der ersten Splitter-Episode, da lernst du Horst ja auch so ein bisschen. Genau. Ja, aber im Comicladen kommen ja dann nicht nur die Leute aus Deutschland hin, sondern. Ja. Auch manchmal genau, also, über die Grenzen hinaus. Genau, also manchmal verirrt sich ja jemand, wenn er mal in Deutschland ist und er ist Comicleser, dann will er auch mal einen deutschen Comicladen besuchen. Mhm. Und dadurch, dass wir auch Versandabteilungen haben, können wir denen das gerne verraten und anbieten. Wir hatten dann Versandkunden, die
bis nach Kanada hinterher wieder zurückgereist sind und da deutschsprachige Comics haben wollten. Die bestellen das einfach bei uns. Einer oder mehrere aus Österreich, einen aus der Schweiz. Bei der Schweiz ist halt wegen doppelt Porto-Zahlen extrem teures Porto. Ansonsten gibt es immer Abkommen mit österreichischer und deutscher Post, dass einmal Porto anfällt, in der Schweiz halt zweimal plus vielleicht Verzollung. Aber wenn die Kunden es haben wollen, dann bestellen sie es. Dann habe ich jetzt, also jemand, der irgendwas sammelt, sehr häufig stelle ich das bei meinen Kunden fest und auch an mir selbst, der sammelt nicht nur einen Bereich, sondern jemand, der gerne Musik hört, der hat vielleicht eine Schallplattensammlung. Jemand, der Schallplatten sammelt, hatte vielleicht auch noch eine Buchsammlung oder eine Comicsammlung. Ich selbst war 1986 mal auf einem Falco-Konzert. Ich bin ein Falco-Fan, bestimmt nicht der größte der Welt, aber ich mag die Kunstfigur Falco sehr gerne. Schwierig hinterher festzustellen, dass es für ihn selbst oft schwer war, es so zu leben, dass man es gut trennen kann, ohne dass einen die Medien immer am falschen Fuß erwischen. Ich habe dann auf dem Falco-Konzert vor dem Konzert von so Straßenhändlern riesengroßes Falco-Plakat, das die selbst über Nacht produziert haben, abgekauft für 5 Mark. Dann war da eine Promotion von Vella, machen Haargel und sowas. Da haben die mit Falco Buttons verteilt, so Anstecker und nicht so lose verteilt wie das. Das haben sie in Massen rausgegeben, hatten sie auch so ein Pröbchen mit Haargel. Falco hat ja seine Haare immer nach hinten gegelt. Das habe ich natürlich auch haben wollen irgendwie. Ich weiß heute nicht mehr, wie ich dran kam. Hatte ich mir eins ergattert, habe das jetzt 30 Jahre oder 31 Jahre aufgehoben und gehütet und nostalgisch war es mir wertvoll. Das Falco-Motiv drauf ist einfach schön einmalig. Vielleicht ist es wirklich einmalig, weil jetzt Sachen, die ich von Falco sammle, die sind meistens sehr flach. Also Schallplatten, CDs sind auch noch irgendwo flach. Magazine sind flach und dann ist das Ding in so einer Pappschachtel drin, das ist nicht flach. Ich habe jetzt irgendwie nach 31 Jahren das Gefühl, ich habe so lange drauf aufgepasst, dass dem nie was passiert ist. Es ist, als Sammler sagt man, neufertiger Zustand. Es ist einfach noch wie am ersten Tag. Ich möchte nicht, dass jetzt es mir irgendwo runterfällt, kaputt geht, ich aus Versehen Truff trete, mich draufsetze und habe aber gedacht, ich möchte das nicht einfach irgendwo hin wegschmeißen, verschenken oder irgendjemand geben, sondern es soll jemand, der genauso Falco-Fan ist wie ich, kriegen und habe mich dann entschieden, dass ich bei eBay reinstelle für sau viel Geld. Habe ich auch gemacht. Erste Woche hat es scheinbar keinen interessiert, also es gab keine Gebote und in der zweiten Woche habe ich es nicht für einen Startpreis, sondern sogar für 8 Euro mehr dann ersteigert. Versteigert. Jemand in Österreich hat es ersteigert, der hat mich vorher kurz gefragt, ob ich nach Österreich schicke. Ungeschickt von mir, dass ich nicht gleich für den österreichischen Markt angeboten habe, aber ist ja okay. Der hat es dann ersteigert, hat angeboten, dass wir mal telefonieren, weil ich eben ja auch Falco-Fan sein muss, bin und stimmt ja auch, er auch. Und dann haben wir da über eine Stunde telefoniert, in Falco-Nostalgie geschwebt. Er hat Sachen erzählt, von denen ich vorher noch nie was hören konnte, weil ich kein Österreicher bin, was da alles in Österreich so passiert ist, auch in der Anfangszeit. Er ist schon seit den ersten Falco-Tagen Fan. Er hat erzählt, mir kam sein Nachname gleich so ein bisschen bekannt vor, dass es da einen Bruder gibt, der betreibt in Wien den Comicladen und habe ich gedacht, ach, guck mal hier, von dem Wiener Comicladen habe ich schon von meinen eigenen Kunden damals oft gehört, dass da jemand die Stange in Wien hochhält, einen Comicladen aufrecht hält, ist halt sehr schwierig wirtschaftlich da zu überleben. Ja, Comics so einzukaufen, also deutschsprachiger Markt, das wird halt alles in Deutschland produziert, es nach Österreich zu schaffen, das kostet so viel Geld, dass der Laden dann eigentlich kaum noch was oder weniger dran verdient, als wenn du einfach in Deutschland irgendwo was verkaufst. Aber er hält durch, den gibt es bis heute, wusste ich jetzt auch nicht. Ich wollte schon immer mal nach Österreich. Als Falco-Fan wollte ich mal das Haus zumindest von außen dran vorbeilaufen, wo er früher gewohnt hat. Heutzutage wird man den Friedhof noch besuchen, weil da ja der Falco liegt, mit schönem, weiß gar nicht, wie man es nennt, ist ja kein Grabstein, sondern so eine Glaswand. Monument, genau. Und er hat von sich aus gleich angeboten, hier, wenn du irgendwann mal in Österreich bist, sagst du mir Bescheid. Erstens darfst du dann mal in meine eigenen Hallen meine Falco-Sammlung angucken. Geil, freue ich mich schon drauf. Irgendwann muss ich das wirklich mal machen. Und er hat gesagt, dann besuchen wir natürlich auch gleich den Comicladen in Österreich. Ja, am liebsten würde ich gleich einen Schlafsack mitnehmen und, und nach dem Jobangebot in Österreich fragen. Naja, wobei die Antwort, die ergibt sich ja fast, wenn es sehr schwierig ist, diesen Laden aufrechtzuerhalten, dann wird er keinen anstellen können, der dafür Gehalt arbeitet.
Und von irgendwas muss man erleben, aber es, ja. Auch in Österreich, ja. Auch in Österreich, genau. Ja, und so verknüpft sich dann wieder alles. Also egal, wie man es macht, meine eine Arbeitskollegin im Comicladen, die hat ja auch lange Zeit gar nicht erwähnt, warum soll man denn alle Nuancen erwähnen, aber als sie mitgekriegt hat, dass ich da Falco-Fan bin, hat sie gesagt, ach, ich habe früher meinen Bruder gehabt, der einen Café gehabt hat und in diesem Café gab es oben eine erste Etage, das ist jetzt nicht öffentlich gewesen, aber in dieser ersten Etage sind irgendwelche Möchtegern-Stars und auch Stars einen ausgegangen, war dann so ein Treff und da ist auch der Falco einen ausgegangen und da hat sie irgendwann mal irgendeine Schallplatte von dem sehr auf sie wirkend unsympathische Person signieren lassen und damit ist das eine echte Signatur, mit der sie gar nichts anfangen kann. Diese Schallplatte ist mir auch geschenkt. Cool, die werde ich niemals hergeben. Das ist in der Originalzeit, wo dieses, ich weiß gar nicht mehr, was ist, ob es Maschine Print oder Kommissar, also eins von beiden war es wahrscheinlich, von ihm unschön signiert, also einfach drauf gekriegelt. Ja, ja, klar. Aber das ist dann eine echte Signatur. Ja, ja. Ja. Ja, und immer verknüpft sich das eine Hobby mit dem anderen, mit Comics. Also die Arbeitskollegin im Comic-Bereich, weil sie selbst Comics mochte, kommt aus Österreich. Was sie, also was man, ich mag halt einfach diesen Wiener Schmäh, weil ich durch den Falco davon geprägt bin, dass ich das positiv verknüpfe. Hat die den auch so drauf gehabt, ja, fand ich gut. Und dann kriege ich irgendwann eine Falco-signierte Schallplatte, sowas hatte ich bis dahin auch nicht. Als Sammler eigentlich untragbar, aber sammeln tue ich eher im Comic-Bereich und ja, in der Musik habe ich dann nur so einzelne Schätze. Gibt es überhaupt einen Comic über Falco? Über Falco selbst in der Form bisher nie und jetzt gibt es so ein, da habe ich noch gar nicht reingeguckt, ganz neu 2017 zu diesem 60 Jahre Falco, also wenn er noch leben würde, wäre es sein 60. Geburtstag, liegt eine DVD. Und dazu ist jetzt auch von irgendeinem Verlag, weiß nicht, wie man es nennt. Ich habe noch nicht reingeblättert, aber ich werde es mir auf jeden Fall zulegen und dann auch natürlich ziemlich zeitnah dann drin schwelgen. Ich hoffe, es ist gut, dass es mir selbst auch gefällt. Ich weiß nicht, ob es ein Comic, eine Graphic Novel oder illustrierte Biografie ist. Muss ich mal gucken. Ganz frisch jetzt, also dieses Jahr erschienen. Bin mal gespannt. Ja. Früher gab es ja zu Paddy Goes to Hollyhead gab es einen Comic, oder? Paddy Goes to Hollyhead? Sally goes to Subway to Sally. Und zu Paddy goes to Hollyhead nicht? Achso, das weiß ich jetzt nicht. Vielleicht nur zu Subway to Sally, das kann auch sein, ja. Subway to Sally gab es zwei Bände. Genau, ja. Die Lieder praktisch von, oder einige von den deren Songs darf ich illustrieren. Oh, jetzt dazu hast du jetzt aber Stichwort gegeben, dass es wieder eine peinliche Anekdote wird. Ich war als Kind Sohn einer Mutter, die immer Roland Kaiser gehört hat. Oh, unfreiwillig kann ich deshalb die ganzen damaligen Lieder von Roland Kaiser, die Liedtexte, relativ auswendig und habe irgendwann auch mal, also ich zeichne immer gerne so niedliche Sachen, gedacht, das passt voll gut zusammen, dieses Schmuse-Kitsch-Kram mit Sehnsuchtsthemen und dann so niedlich gezeichnet, habe ich früher auch gedacht, müsste man eigentlich mal illustrieren, was der da so singt. Habe es aber bis heute nie gemacht. Ich würde eigentlich viel lieber Falco-Texte illustrieren. Ich hab das auch schon mal ausprobiert, also wenn ich mal den ein oder anderen Song jetzt zum Beispiel fahre in Urlaub, ja, dann hörst den Text dazu und malst dir dein eigenes Bild im Kopf. Und das habe ich dann versucht, irgendwie aufs Papier zu bringen. Ja, aber Farin Urlaub, der erzählt, ich weiß nicht, wie man das nennt, storyhafter. Da kannst du das viel besser illustrieren. Ja. Was der Falco aus meiner Sicht jetzt macht, oder auch der David Bowie, die erzählen nicht eine Geschichte. Also beim Farin Urlaub gibt es ja Lieder, das ist tatsächlich so eine Geschichte, wo du anfangs noch nicht weißt. Da gibt es meistens so Pointe noch am Ende. Genau, ja. Und der David Bowie arbeitet ja ganz anders, der hat auch ein Thema als Song und der macht immer so Sätze, die er früher vom digitalen Zeitalter auf Papier geschrieben hat. Diese Papierzeilen hat er dann auf dem Tisch so hin und her geschoben, bis es für ihn gut angeordnet war und das ergab oft dann einen Songtext. Okay. Das dann zu illustrieren ist überhaupt kein Problem, weil jeder David Bowie-Fan sofort erkennt, hey, das ist das und das, das ist ja, vielleicht findet er das sogar gut gelungen oder was habt ihr da umgesetzt? Beim Falco finde ich es oft ähnlich, dass es auch keine Geschichtchen sind. Da sind andere Bands und Künstler viel besser geeignet.
Aber ich würde es auch am liebsten vom Falco machen. Ich habe mal einen ERV-Song, also erste allgemeine Verunsicherung, da habe ich mein Lied illustriert von vorne bis hinten. Das hat mir auch voll Spaß gemacht. Und jetzt fällt mir ein, dass ich damit eigentlich diesen Podcast veröffentlichen wollte, aber das habe ich komplett vergessen. Was willst du machen? Mit einem ERV-Zitat den Podcast eröffnen. Aber das, dieser Podcast ist ja dafür berühmt, dass man sich nicht vorbereitet. Ich habe mich auch nicht vorbereitet, aber im Kopf hatte ich halt so die Idee angenommen, du fragst mich nach einer Geschichte. Jetzt muss ich irgendjemand trinken. Ja. Und das hast du ja auch wirklich, du hast ja mit dem Wort Geschichte angefangen. Da wollte ich sagen, jetzt zu meiner Geschichte, und dann hätte ich einfach ein ERV-Lied zitiert. Das ist eine Geschichte der ganz besonderen Art. So manche wird sich wünschen, sie blieben ihm erspart. Ich musste sie erleben. Es war meine Pflicht. Ich könnte noch heute erbeben, doch ich tue es nicht. Und jetzt noch so weiter. Das kann ich jetzt halt auch ein bisschen auswendig, und zwar nur aus einem Grund. Ich bin jetzt nicht so jemand, der Lieder sofort komplett auswendig mit kann. Muss ich auch nicht. Ich höre sie lieber an. Andere haben das Talent, die können es nach einmal hören, schon fast mitsagen. Mhm. Aber das Lied, damit habe ich mich länger beschäftigt, weil das habe ich mal illustriert. Mhm. Das Lied heißt Die Geschichte. Mhm. Blöd, dass ich es nachgereicht habe, aber Podcast ist sympathischer, wenn man drauf losquasselt, statt was, wenn man sich irgendwas zurechtlegt. Ja. Hoffe ich jetzt einfach mal. Liebe Zuhörer, nickt bitte. Ein Schütteln würde ich jetzt nicht ertragen, ein Kopfschütteln. Oder schreibt einfach mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. So, ja. Amy hört auf. Was ist da? Wer kommt? Ja. Hast du was gehört? Naja. Geht gleich auf die Pirsch. Moment, guckt er da. Ja. Ja. Ja, wie ist es denn so, wenn dann der eine oder andere Kunde in den Laden kommt und erstmal so gar keinen Plan hat? Gibt es das auch? Das gibt es auch, ja. Also, wir sind in der Lage, also der Store ist örtlich, Lage ist ja schon das richtige Wort, aber ich meine jetzt, wie heißt das, wenn man örtlich an der Lage ist? Also, ja, bist du auch in der Lage, in der günstigen. In einer günstigen Lage, also der hat vor 35 Jahren, als der Laden sich irgendwo eröffnet hat, war die Berliner Straße in Frankfurt eine touristenstarke, sehr bekannte, befahrene und mit anderen Geschäften versehene Straße, wo ein Comicladen noch genau reingepasst hat. Daneben war jahrzehntelang ein Musikgeschäft, also Musikinstrumentegeschäft und sowas. Kunden, die diese Straße lang gehen, gehen nicht nur in ein Geschäft, sondern in viele rein und nehmen überall was mit. Das macht Spaß, und Hochzeit zu Comics sind da auch viele Leute so rein. Später kam dann also eher so die unüblichen Geschäfte eigentlich dann da, ne? Also im Laufe der Zeit ändert sich es ja auch ein bisschen, aber dieses Bild hat schon gepasst. Also viele Leute, die wegen Comic- und Musikinstrumenten hin sind, hatten noch irgendeinen dritten und vierten Laden, an den kann ich mich heute gar nicht mehr erinnern. Also neben uns ist ein Teppichladen, der gehörte jetzt nicht zu dieser Reihe, aber auch nicht schlimm. Den Teppichhändler, den mochten wir auch, also netter Kollege gewesen, also Nachbar gewesen. Und dann gibt es aber, es ist heutzutage, hat sich auch gewandelt, so seit 15 Jahren oder sowas, hat sich da was anderes entwickelt, und es laufen ja auch manchmal Leute vorbei, die gar nicht wissen, was das ist. Manche kommen auch rein und denken, es wäre ein Laden, wo Comiczeichner sitzen, die sozusagen dafür da sind, dass, wenn du jetzt sagst, ich hätte gerne einen Comic über mich und meine Freundin dann das kriegen. So Kunden kamen manchmal auch rein. Also nach dem Motto, so eine Karikatur zu zeichnen oder was? Genau. Ja. Oder auch tatsächlich die Vorstellung, einen 12-seitigen Comic. Oder jetzt eine Karikatur. Also viel ist ja schnell. Das Wort Comic. Das wäre aber eine Marktlücke doch, oder? Naja, eine Lücke ist bestimmt da, aber die will nicht gefüllt werden, weil dafür gibt es keinen Markt. Aber vereinzelt kam sowas ja vor, und vereinzelt kann man sowas ja auch bedienen. Ich habe dann meinen Chef gefragt, ob das machbar wäre, und hat er gesagt, liegt ja an dir, wenn du es zeichnest, müssen wir es halt berechnen, wenn das kein Problem da steht. Ja, auch fürs Finanzamt muss das ja alles gebucht werden und sowas. Aber dadurch, dass ein Laden existiert, dadurch, dass man sowas verkaufen darf, das ist ja kein Problem, habe ich dann den Kunden das nicht abgelehnt, sondern einfach gesagt, was möchten Sie denn gern? Ich habe die nicht vom Kopf gestoßen. Ich habe immer die Kunden, die reinkamen, die habe ich bedient. Und dann habe ich denen gesagt, ja. Und der eine hatte mal seine Freundin kennengelernt, und die hatten dann gegenseitig von ihrem Freundeskreis einen Spitznamen, Fred und Wilma, Fred Feuerstein Wilma. Und dann haben sie
also die Frau kam rein und wollte zum Geburtstag oder zum Jubiläum von ihrer Beziehung dem Mann eine Comicseite schenken. Und die kam auch rein, weil sie gedacht hat, das ist die Ansprechadresse Nummer 1, wo geht man denn sonst hin, wenn man einen Comic braucht? Mhm. Und dann haben wir uns unterhalten, habe ich ihr das realisiert, ihre 7 wichtigen Stationen, ich weiß nicht, ob 7 waren, also so viel wie auf dem Blatt gepasst hat, habe ich dann so ein DIN A3-Blatt angelegt, haben wir uns über das Budget unterhalten, sie wollte es dann auch in Farbe haben und das ist dann auch sowas, wo ich selbst hinterher noch voll drauf stolz bin. Ich hätte das Bild am liebsten behalten, weil ich so stolz drauf bin, aber so ist das, wenn man die eigenen Comics verkauft, ja. Also ich habe dann natürlich das Original verkauft, es ist ja nicht so, dass irgendwas gedruckt ist, sie hat es dann noch rahmen lassen und hat dann hinterher sogar auch noch erzählt, wie gut es ankam, also bei dieser, ich glaube, es war eine Geburtstagsfeier, war es, glaube ich, weil alle haben, also ihr Freundeskreis wusste, Fred und Wilma und diese Station und da kennengelernt. Bei einer Reifenpanne habe ich das dann mit so einem Fred Feuerstein Laufauto illustriert und sowas. Ja, ich habe heute davon nur eine DIN A4 Farbkopie. Und ist schon schön gewesen. Und sowas ist, ja, ich sag mal, alle 2 Jahre einmal vorgekommen. Und wenn ich es realisieren konnte und die Kunden jetzt mit dem Preis einverstanden waren, manche haben ja auch gedacht, es kostet nur 10 Euro. Naja, da steckt schon manchmal mehr Arbeit drin. Und wenn jemand das für 10 Euro wollte und war mit einer Schnellzeichnung zufrieden, dann kann man das auch lösen. Einmal wollte mal jemand einen vielseitigen Comic, sogar das wurde realisiert. Aber viel mehr Geschichten gibt es gar nicht, weil wenn das nur alle 2-3 Jahre passiert, sind schnell mal 10 Jahre rum und waren 3 Leute da. Ja, aber daraus resultieren könnte man ja fast noch eine Künstleragentur mit anbieten, quasi eine Künstlervermittlung. Würde ich am liebsten auch machen. Aber wenn man sagt, wir verkaufen euch nicht nur Comics, sondern wenn ihr halt was Individuelles wollt, dann hätten wir den und den und den Zeichner im Portfolio und guck dir mal den Stil an. Was gefällt dir dann am besten? Aber ein richtiger Zeichner. Das wären die Preise. Ja, aber ein richtiger Zeichner, der will dann ja gleich viele 100 Euro für, ja, und gut, für Leute. Ja, gut, das käme drauf an, was für eine Art von Zeichner man dann nimmt. Ja, also, du musst ein Konzept bauen. Ja, klar. Parallel oder. Oh, wir machen jetzt hier Brainstorm live im Podcast. Das ist eigentlich nicht gut, ne? Weil jetzt schreibt schon wieder jemand mit und. Ja, aber die Idee gab es ja schon. Also innerhalb der 14 Jahre, wo ich da war, kam sowas vor. Innerhalb der 14 Jahre haben wir ja auch immer Flyer ausgelegt. Also wir haben ja immer versucht, die Zeichner, die Hobbyzeichner zu fördern. Das heißt, die durften auch ihre Sachen. Die Amy dreht sich einmal rum. Ja. Kann ich mich auch mal minimal anders setzen. Ja. Ist gut so, Amy. Im Lauf, wo immer mal alle 2 Jahre vielleicht mal jemand reinkam, der nach sowas gefragt hat, kamen auch Hobby-Comic-Zeichner rein, die gesagt haben, ich habe hier was selbst kopiert, das würdet ihr das auch anbieten. Das haben wir nicht in irgendeine Schmuddelecke gestellt, sondern wir haben eine Neuheitenwand schon immer gehabt. Eine ganze Wand, wo nur Neuheiten stehen. Und jeder Kunde, der regelmäßig kommt, checkt natürlich die Neuheitenwand ab, weil das, was hinten im Rest Geschäft ist, wenn er regelmäßig kommt, kennt er ja schon. Da geht er nur hin, wenn er noch mal mehr entdecken möchte, was Altes noch mal sucht. Wie an anderen Geschäften auch, ist die Neuheitenwand das Wichtigste. Da passieren ja auch die größten Verkäufe innerhalb von kurzem Zeitraum, große Mengen. Und da durften dann auch die selbstkopierten Hefte genauso diesen Monat stehen. Neben irgendwas, was ich 20.000 Mal verkauft, durfte auch das selbstkopierte stehen. Und das war, ich glaube, da fühlten sich die Hobby-Comic-Zeichner schon toll mit. Ist auch eine Chance. Es ist, also als Verkäufer merkst du irgendwann, die meisten Kunden sind ja schon Comic-Leser und die haben schon was, wovon sie den nächsten Band möchten. Was kaufen sie denn noch? Höchstens was, was einen sofort anspringt, dass es auch ein Must-Have ist. Und ansonsten wissen die ja schon, was sie aus dem Neuheitenregal nehmen. Dann gucken sie nochmal drüber und probieren was Neues aus. Aber es fällt schon allein von der Aufmachung her, weil das Budget bei der Herstellung ist was anderes, wenn du im Copyshops machst oder selbst tackerst, als wenn da ein schöner Hardcover-Band steht. Aber manchmal hat sich was einfach verkauft. Wir haben das dann auch dem Künstler gesagt, hat er noch mal was nachgeliefert. Umgekehrt gab es auch Künstler, die sicher waren, natürlich kauft das irgendjemand. Und manchmal hat sich da null verkauft. Tut mir immer ein bisschen leid. Dann habe ich mal einen gekauft, weil ich selbst bin ja auch Hobby-Comic-Zeichner. Ich guck auch gern, was andere so machen. Ich selbst kaufe ja auch Comics. Ich mag ja Comics. Ich sammle ja Comics. Es bereichert die Comicsammlung, wenn du unter jeder Nuance, unter jedem Stichpunkt was hast. Und es geht mal darum, über das Thema Comic zu reden. Und es geht darum, gibt es denn eigentlich auch zum Thema Schachcomics? Ja, gibt's. Das war dann eben einer von den selbstproduzierten Comics, Schachcomic. Ich habe nur die Hälfte verstanden, das war sehr tiefgehend.
Ja, aber dann gab es auch jemand, der hat einfach einen Schachcomic-Strip dann irgendwann mal gesammelt, als selbstgeheftetes Heft reingebracht. Die Strips über Eröffnungen habe ich nicht verstanden. Der Schachspieler merkt, ich bin kein professioneller Schachspieler. Ja, das ist wahrscheinlich, also das sind dann so wie Mathematikerwitze oder sowas. Genau, Das ja. versteht man dann halt nur innerhalb seiner Also ich finde es immer cool, dass man sowas dann auch in seinem Profession. Repertoire hat. Genau. Das heißt, wenn wirklich ein Kunde reinkommt, der sagt, gibt es denn auch, also öfters kam ja die Frage, gibt es Hochzeitscomics? Ja. Wenn ich irgendwann mal selbst einen Comic gemacht hätte, aufgrund von Kundennachfragen, was es noch nicht gibt, hätte ich damals Hochzeitscomics gemacht. Also heute im Geschenkbuchbereich gibt es sowas hier, aber damals mit Comic gab es das nicht. Was es dann auch gab, einer, der hat dann nicht sein Heft dahingestellt, sondern der hat seinen eigenen Flyer. Wir haben dann an dieser Neuheitenwand unten einen Bereich, wo man Prospekte ausliegen hat und Informationen jeder Art zum Thema Comic. Und da konnten auch jeder, es gibt jemanden, der hat Comic-Zeichenkurse gegeben, der hat dann seine Flyer ausgelegt. Und es gab einen, der hat damals eine Webseite gehabt, wo er das gerne so generieren wollte, dass man da seinen eigenen Wunschcomic bestellen kann. Für den oder den Preis, also wegen dem Stichwort, man hätte das ja aufziehen können. Irgendjemand hatte das schon probiert. Wir haben die Flyer bei uns im Laden gehabt. Wir können den jetzt aktiv bewerben, ist ja nicht unser Ding, dann wäre auch unfair gegen anderen, die man dann nicht aktiv bewirbt. Aber darauf hingewiesen haben wir natürlich genauso. Und es hat sich halt, ich sag mal, sein Modell hat sich nicht etabliert. Ich fände es schon cool, wenn man so einen Laden daraufhin ausrichten könnte, dass das mit angeboten wird. Dass es diese Kontakte gibt. Die Comic-Sammlerschaft hat Ja, sich die auch ein kommt. bisschen gewandelt, dass man heute gern Commissions mag. Also Ja. irgendwo ist es in diese Richtung minimal ja gegangen, in irgendeiner Form. Aber man hat ja auch das Tagesgeschäft. Es kommen ja weiterhin von morgens bis abends Kunden rein, die bis jetzt noch das in den Comic-Regalen kaufen möchte. Dafür muss man ja jetzt auch Tag ein, Tag ausgucken. Das ist ja der eigentliche Job, dass man das gut macht. Und dann muss man sich halt Zeit frei schaufeln für andere Ideen, die zu etablieren, die zu probieren. Und das haben wir halt so nebenbei laufen lassen. Es ist nicht größer geworden, ohne dass wir uns aktiv da reingekniet haben. Ja. Ja, also angenommen, ich hätte das gezeichnet, wann soll ich denn zeichnen? Ich bin ja den ganzen Tag voll beschäftigt mit meinem Beruf, mit dem anderen. Ja, aber das Ja. Stichwort ist ja auch, dass ihr ja selber auch gucken müsst, dass die Regale Ja. nicht leer bleiben. Und das heißt im Umkehrschluss, also nicht nur ihr habt Kunden, sondern ihr selbst seid auch irgendwo Kunde, Genau. nämlich bei einem Comicverlag oder bei einem Vertrieb. Genau, ja, auf Und jeden da gibt es, Fall. glaube ich, auch so die eine oder andere Geschichte vielleicht, Stößchen, die man Ja. eventuell erzählen könnte. Ja, also es gab auch noch den einen oder anderen Comic-Kunden, komme ich vielleicht nochmal darauf zurück, oder einen Ja. Nicht-Comic-Kunde, der trotzdem sich aus Versehen rein verirrt hat oder mal Ja. sein Statement sagen wollte und hinterher ist er dann doch anders rausgegangen. Bei Verlagen, Vertrieben ist es ja auch, gibt es immer wieder die Geschichtchen. Ich weiß nicht, ob du jetzt was Bestimmtes im Sinn hast oder ob ich einfach mal Ja, überlegen soll, was die Vertriebsgeschichte. die Vertriebsgeschichte. Ja. Noch sitze ich auf dem Schlauch, aber was hat man? Na, dass man so bestimmte Posten in die Bestellzettel Ach so, ja, die Hauptvertriebsgeschichte, reingeschrieben ja, stimmt. Ja. hat. Ja. Ja, also genau, wie schon. Jetzt versuche ich schon mal eine Brücke zu bauen. Ich habe nur auf dem Schlauch gestanden. Ich wusste, dass du auf was hinaus Ja. willst, Was was ich schon weiß. eine mir bewusste Geschichte ist, ja, aber ich kam eben gerade nicht genau auf diese Geschichte. Ja, jetzt habe ich schon ein paar Mal Geschichte gesagt. Die Leute mittrinken, viel Spaß. Ja. Aber es ist ja eigentlich eine Anekdote und keine Geschichte. Ja. Ja, es gibt verschiedene Vertriebe, die haben verschiedene Größen. Es gibt verschiedene Verlage, die haben verschiedene Größen. Also ich meine, soweit Comic eine Nische ist, gibt es trotzdem einen Ein-Mann-Verlag, der bringt Comics raus, der vertreibt die selbst. Das heißt, dieser Verlag schickt sie selbst in den Comicladen. Es gibt größere Vertriebe, die für die großen Verlage wie Carlsen oder Ehapa, also Ehapa Comic Kollektion, etc. und so weiter, professionell, businessmäßig arbeiten. Da musste dann beim Bestellen ISBN-Nummern nennen, damit die es zuordnen können. Auch als es früher noch nicht diese E-Mail-Systeme und sonstige Online-Systeme gab, auf Fax. Weiß der Vertrieb nur, was gemeint ist, wenn du die ISBN-Nummer sagst. Andere Vertriebe arbeiten da ganz anders. Das komplette Comic-Business ist sehr oft eine Liebhaberei. Es gibt einen Comic-Vertrieb oder gab einen.
derjenige, der die Bestellung entgegengenommen hatte, der wusste sein eigenes Lager in- und auswendig. Der kannte jeden Titel. Der arbeitet ja jeden Tag damit. Also aus meiner Sicht ist das irgendwo auch klar. Nur wenn du irgendwann halt mehr als 20.000 Titel hast, dann ist verzeihlich, wenn man nicht mehr jeden Titel kennt. Und man kann sich auch mal vertun, wenn du jetzt mit Titelnamen arbeitest, dass man sich irgendwo aus Versehen, man meint, es heißt so und schickt dann die Bestellung ab, aber eigentlich heißt der anders. Es klingt sehr ähnlich und es gab da den Vertrieb Medienservice. Also nicht die Stadt am Ende des Universums, sondern die Stadt am Ende der Welt zum Beispiel. Genau. Ja, weißt du, wo Medienservice seinen Sitz hatte? Nee. Also heute arbeite ich. Also vielleicht weiß ich es auch, aber. In da, wo es die Schwebebahn gibt. Die Schwebebahn? In Wuppertal. Wuppertal. Ja. Das wusste ich, glaube ich, nicht, ja. Also wenn ich es jetzt richtig noch in Erinnerung habe, war da Medienservice. Und zu Zeiten, wo man einfach gefaxt hatte und ich in der Ausbildung war, hat mir dann mein Ausbilder auch einfach gesagt, bei dem schreibst du einfach die Titel auf. Der weiß, was gemeint ist, schreibst die Menge, die Titel auf. Wenn es in das Faxformular nicht ganz reinpasst, kannst du auch abkürzen. Der weiß, was er hat, der weiß, was gemeint ist. Und diese Idee, lustig gesehen, haben wir dann irgendwann auch mal ein bisschen ausgeweitet. Das heißt, wir haben ihn getestet. Kleine Nuancen abgeändert im Titel, mal gucken, ob er erkennt, was wir meinen und ob er es schickt. Ja. Und diese Abwandlung nur minimal abgeändert wurde dann immer kreativer. Das heißt, wir haben dann irgendwas, wo er wirklich eins und eins zusammenzählen muss, wo er wirklich assoziieren muss, wo er wirklich, ich sag mal, von einem deutschen Begriff zu einem anderen deutschen Begriff übersetzen muss. Und dann hatte er den Titel. Und das hat, ich glaube, von beiden Seiten sehr viel Spaß gemacht, hat auch immer geklappt. Ich glaube, es kam nur ein einziges Mal ein Titel, weil es dann zwei Titel gibt, die sehr ähnlich waren, dass er den falschen genommen hat. Aber ist ja auch alles nicht schlimm. Ist ja auch ein Comic, haben wir auch ins Regal gestellt. Hat sich vielleicht auch verkauft. Und das war schon eine sehr lustige Zeit. Diese Faxe hätten wir eigentlich aufheben sollen. wie kreativ man da auch sein kann, weil von seiner Seite dann auch, ab und zu hat er dann auf seiner Rechnung auch die Titel ein bisschen abgewandelt, war auch sehr witzig. Und diese Rechnungen, die gehen ja dann weiter in die Buchhaltung, die müssen bezahlt werden, die gehen dann zum Finanzamt, die gucken, ob wir da keinen Killer bezahlt haben oder Rauschgift eingekauft haben, sondern ob da alles legal ist. Und deswegen muss eigentlich auf einer Rechnung ordentlich gearbeitet werden, alles stimmen. Wir hatten dann mal eine Weile so viel Spaß, Medienservice undeutlich ausgesprochen, klingt manchmal auch, wenn man es ein bisschen arg nuschelt, wie Mädchenservice. Dann haben wir darüber gewitzelt und Sachen noch dazu bestellt, die er zwar nicht in der Kiste mit geliefert hat, aber auch einen Lieferschein mit dabei hatte. Und das Lieferschein war bei ihm gleich auch die Rechnung. Ja. Und das ging dann immer weiter. Dann gab es einen Comic, der hieß Jin, der spielt im Orient. Den Comic gibt es heute noch, sehr schöne Geschichte. Dann waren wir beim Thema Orient und dann haben wir noch ganz andere Sachen bestellt. Irgendwann wurden uns halt mal für 12.000 Euro Heuballen, Kamele und sonst was berechnet. Und auf Lieferschein kann man es lassen. Die Rechnung muss man dann aktualisieren, damit es in der Buchhaltung stimmt. Zum einen soll mir dann ja das Ganze überweisen und bezahlen. 12.000 Euro ist jetzt nicht eine übliche Rechnungssumme für ein paar Comics, die man bestellt. Umgekehrt muss man es dann ja auch fürs Finanzamt wieder korrigieren. Das ist, also bei ihm war immer Lieferschein gleich Rechnung. Lieferschein kannst du ja einfach nur einen Lieferschein beilegen und um es dann rechnerisch, also für die Rechnung in die Buchhaltung zu gehen, muss man es dann nochmal korrigieren. Und einmal hat er das vergessen und dann war noch eine Rechnung offen über 12.000 Euro, wo dann eben die Heuballen und die Kamele noch drauf standen. Das haben wir dann übersehen. Das fand ich auch sehr witzig. Das hat über Monate lang Spaß gemacht. Also zum Schluss wurde es immer kreativer, immer witziger. Das ist halt auch das Schöne, wenn man im Comicladen arbeitet. Das Business muss hinterher in der Statistik, in der Buchhaltung alles stimmen. Man muss ja auch überleben. Das heißt, die Zahlen müssen auch stimmen. Man kann ja keinen Unsinn machen, aber der Unsinn. Ein bisschen Spaß. Ein bisschen Spaß. Ich glaube, das ist im Comicladen, wenn man selbst mitmacht und wenn das Gegenüber auch Spaß dran hat, mehr gegeben, als wenn man beim Optiker arbeitet. Und macht sehr viel Spaß, im Comicladen zu arbeiten, ja. Ja, weil wer weiß, die Optiker machen vielleicht sowas Ähnliches auch, ja. Ich hoffe es mal jetzt für die Optiker. Alltag muss ja Spaß machen. Ja, also, es ist jetzt, wo ich heute wo ganz anders arbeite, wichtig ist ja immer, dass die Arbeitskollegen, dass man mit denen zurechtkommt. Ich arbeite heute, wo ich auch mit den Kollegen zurechtkomme. Es ist fast Nebensache, was man da beruflich macht.
man ist ja 8 Stunden lang irgendwo, es muss Spaß machen, ja. Comicland haben wir auch viel gelacht. Ja, wo ist die nächste Anekdote? Ja, ich glaube, man kommt schon schnell drauf, wenn man überlegt, wann haben wir über was gelacht. Also da haben wir sehr viel drüber gelacht, über Mädchenservice. Und vor allem manche Comic-Titel, die heißen auch fast schon so, als müsste man ja wirklich gucken, dass das jetzt kein Mädchenservice, sondern Medienservice ist. Ja, man kann da relativ schnell komische Assoziationen wecken, wenn man zum Beispiel drüber redet, dass man zu seinem Dealer geht, um nach Hasch zu fragen. Ja, eben, ja. Batman-Hasch. Genau, ja. Ja, und es gibt auch einen Comic-Line, der heißt Comic-Dealer. Ja, ja. Ja. Ja, und dann kommen manchmal Kunden rein, die gar keine Comics wollten, oder was hast du vorhin angedeutet? Ja, also die Berliner Straße ist halt eine belebte Straße, wo viele Leute gerne shoppen gehen. Mhm. Und es kam auch mal im heißen Sommer, also an einem heißen Sommertag, wo wir alle nur T-Shirts und kurze Hose an hatten, eine Frau im Regenmantel die hatte Alufolie um ihre Ohrwärmer gewickelt gehabt. Die hatte eine Handtasche dabei und die hat so gesprochen, dass es fast klang, als käme da aus einem Comic oder als wäre hier irgendwo eine versteckte Kamera, aber die wollte einfach ein lustiges Taschenbuch, hat nicht so viel Geld. Das heißt, die hat sich dann ein gebrauchtes lustiges Taschenbuch für 2 Mark gekauft und hat dann in ihrer Handtasche bis oben hin voll 1 und 2 Cent Münzen gehabt und hat gefragt, ob sie damit zahlen kann. Natürlich, also hat sie dann auf den Tresen gelegt, wir haben das abgezählt, blieb sogar noch was übrig, haben wir ihr gesagt, wenn sie möchte, kann sie sich dafür gerne noch einen 2. nehmen. Bei Secondhand, das kaufen wir ja zu kleinen Preisen ein und da kann man gerne feilschen, weil umgekehrt bei der Neuware gibt es Buchpreisbindung. Naja. Zum Schutz der Vielfalt der Bücher und der Comics ist die Buchpreisbindung. Das finden wir eine gute Sache. Vom Gesetz her ist es damit geschützt, dass es diesen festgesetzten Preis gibt. Man darf es nicht teurer, nicht billiger verkaufen. Und bei Secondhand, wenn man sieht, da hat jemand viel Geld, dann kann man da auch ein bisschen einfach nochmal was gönnen. Also ich finde Gönnen immer eine schöne Idee. Man muss da nicht Leuten, die nichts kaufen wollen, einfach böse sein. Es gibt ja auch Leute, die kommen gerne in den Comicladen und haben einfach kein Geld, aber lieben Comics. Den haben wir einfach auch, also der eine Kollege hat es ein bisschen mehr geduldet, der andere ein bisschen weniger, aber mein Gott, wir hatten auch jemand, der war obdachlos, der hat sich im Winter ein bisschen länger aufgehalten als im Sommer, weil es einfach dann ein warmer Laden ist, der wollte uns nichts Böses, der hat nichts geklaut, der mag einfach nur Comics. Wir haben ihn dann einfach nur gebeten, also es ist schwierig, wenn man auf der Straße lebt, dass man sich dann täglich pflegt, dass er sich bitte vorher in der Toilette die Hände wäscht und dann darf er da auch gerne bleiben. Schwierig ist halt, wenn er dich nicht regelmäßig duscht. Als Mensch hat man eigentlich einen Eigengeruch, das kennt man heutzutage gar nicht mehr, weil man sich selbst komplett so hygienisch reinwäscht. Das ist schon gar nicht mehr schön. Dann noch Parfüms und Deos drauf. Kennt man heute gar nicht mehr, dass der Mensch früher einen Eigengeruch hatte. Ein paar Obdachlose, die kennen das noch. Aber es sind alles Menschen. Irgendwann hat dieser eine, den ich jetzt gerade im Hinterkopf habe, der kam irgendwann mal gewaschen, rasiert. Also der hat halt natürlich auch einen Bart gehabt, neue Kleidung rein und hat voller Job, voller Stolz erzählt, dass er einen 1-Euro-Job hatte und hat dann sein erstes verdientes Geld für Spirou und Fantasia ausgegeben. Finde ich schon schön. Und das so als persönliche Geschichten, das ist so viel mehr wert, als wenn du irgendwo anonym arbeitest, irgendwo anonym was verkaufst also gerade Frankfurt als Großstadt, so viele Leute kommen rein, kommen raus, sind dir unsympathisch, sind dir sympathisch, du kriegst das gar nicht mit, du musst zu jedem guten Tag her und wenn du den Namen erkennst, beim Namen nennen, das hast du so gelernt, weil du statistisch mehr verkaufst. So ein schöner kleiner Comicladen, wo es noch persönlich zugeht, gibt es bestimmt auch Leute, die persönlich nicht so magst, aber Leute, die Comics mögen, die haben dasselbe Hobby wie ich, warum soll ich die denn nicht mögen? Wo ist das Problem? Und dann kriegt man auf einmal noch Geschichtchen mit. Und da gibt es Leute, die reden nicht gerne viel, sind trotzdem gerne da. Es gibt Leute, die reden viel, sind trotzdem gerne da. Es gibt Leute, die reden so viel, das glaubst du gar nicht, aber das weißt du gar nicht. Wir hatten einen Kunden, der ist nicht nur zu uns einen ausgegangen, sondern ich nehme mal an, weil den habe ich auch woanders dann gesehen, wenn ich Mittagspause hatte, dass da einfach die Innenstadt, die Geschäfte, die der Markt durchläuft, sich heute hier mal was kauft, nächste Woche mal da was kauft. Und er hat nie was gesprochen. Also wir haben ihm jetzt so ein bisschen beigebracht, dass er beim Reinkommen, Rausgehen durchaus Hallo und Tschüss sagen darf. Das sehen wir nicht als negativ an und dann hat er es auch gemacht. Und eines Tages habe ich halt gesehen, dass er mit Peanuts liebäugelt und habe einfach mal das Gespräch angefangen.
Man hat an dem Tag ja noch mehr zu tun, als nur einen Kunden zu bedienen. Und der hat angefangen zu erzählen, dass er DVDs sammelt, dass er Peanuts liebt, dass er das und hat. Dann, der hat ja vorher nie was geredet. Das heißt, er hat alles nachgeholt. Und es war für mich schwierig, gleichzeitig meinen Alltag weiterzuarbeiten, ja. Andere Kunden zu bedienen, Ware auszupacken. Ich meine es nicht böse, aber ich habe ihn danach nie wieder angesprochen. Anderen muss man wirklich beibringen, dass man sich mit uns auch unterhalten darf. Also bevor es das Internet gab, wie kommt man zum Austausch von Comic-Informationen? Durch Gespräche. Ja. Wir sind der Comicladen. Ich habe alles gelesen, Sekundärliteratur. Ich habe vielleicht sogar Verlagsinformationen. Das Gespräch ist so wichtig, auch heute noch. Es gibt ja Leute, die möchten nicht nur anonym im Internet lesen, sondern sich auch heute noch unterhalten. Und diese Unterhaltung, die haben halt so viel ergeben, dass die Gemeinsamkeiten so viel größer da sind als nur die gemeinsamen Comics. Die Nuancen, die gegenseitigen Tipps. Es ist nicht nur so, dass ich sehr, sehr viel lese und den Kunden immer das Passende empfehlen kann, sondern dass mir auch Kunden sagen können, hier guck mal, du hast das und das und das alles gelesen. Der Comic, und habe ich genau den bisher noch nie näher betrachtet. Vielleicht wäre ich irgendwann auch selbst mal in die Ecke gegangen und hätte den auch noch kennengelernt, aber dieses Austauschen ist ja beidseitig und das macht wirklich Spaß. Ja. Wenn man dann auch sagt, ja, ich weiß, du liest nur Krimis, aber guck mal in den Comic rein, das spielt in der Science-Fiction-Welt, ist trotzdem ein Krimi, hätte er ja nie reingeguckt und dann ist auf einmal Thema Wirtschaftskrimi nicht nur bei Largo Winch, nicht nur bei dies und das, sondern auch im Science-Fiction bei zum Beispiel Morea oder sonst was. Und diese neuen Nuancen und überhaupt Fachwissen und Hintergrundinfos. Dafür. Ja, Genre-Mix kriegst du dann schlecht mit, ja. Wenn das Cover schon ein spezielles Genre suggeriert und du dann reinguckst. Eben, gerade das Cover, ja. Auch dann, Leute, die bestimmt Science-Stil mögen und dann kommt ein Cover von jemand anderem daher. Wie blöd ist das für denjenigen, der da nicht mal reinblättert, weil er denkt, es ist ja realistisch gezeichnet. Ich mag doch. Und der Künstler hat sich vielleicht gedacht, ich engagiere meinen eigenen Lieblingszeichner und dann darf der das Cover machen. Wobei meistens ja eine Verlagsentscheidung und in Amerika ist das alles Bereich Cover, Bereich Inker, Bereich Colorist. Jeweils eigene Bereiche. Kam mal einer rein, es war eine Frau, die hat einfach nur sich positioniert vor mir auf die Theke, nicht auf die Theke, vor der Theke, aufgebaut und hat... Moment, ich stelle mir das gerade wirklich vor, wie die sich auf die Theke baut. Naja, gut, okay. Ich glaube, auf die Theke hat sich nie ein Kunde ohne Aufforderung jemals gestellt, nee. Ohne Aufforderung? Ja. Greif mal gleich nochmal auf. Da können wir gleich nochmal überlegen, was es da für Geschichtchen gibt. Ja. Und dann kommen, diese eine Kundin kam halt rein, ah, das ist nicht für dich das Kabel. Und hat sich einfach nur aufgestellt und es waren auch Kunden noch im Laden, die wollten einfach nur mitteilen und sagen, dass sie jetzt wenig Verständnis für so einen Laden hatten, dass sie garantiert keine Comics lesen will. Das wollte sie einfach nur mal sagen. Mhm. Und da habe ich gesagt, das ist wie, als wenn ich zum Bäcker gehe und sage, ich mag ihre Brötchen aber nicht. Genau. Ich glaube aber so, ihre Brötchen wollte sie gar nicht formulieren, sondern allgemein, wobei es ist halt das, was man hat, Brötchen oder Comics. Ja. Genau. Und dann wollte sie wieder rausgehen. Genau. Ja, da habe ich gesagt, also ich weiß nicht mehr, was ich wörtlich gesagt habe, aber ich habe dann einfach gesagt, danke für die Information. Wenn Sie mal einen Comic brauchen oder was Verwandtes oder Sie brauchen eine Verknüpfung zu Ihren Themen, die Sie gerne mögen, fragen Sie mich ruhig, dann können wir auch die Verknüpfung zum Thema Comic machen. Also angenommen, Sie lesen jetzt gerne Krimis, gibt auch Krimi-Comics, angenommen, Sie mögen gerne das zu dem Thema, dann möchten wir was verschenken. Und dann wollte ich wieder rausgehen und hat aber doch nochmal wissen wollen, was ich damit jetzt meine. Und dann hat die halt auch einen Comic gekauft. Ach ja. Ja. Mhm. Ich hoffe, sie hatten gelesen, aber sie hatten jetzt als, als an. Oh, wir kriegen was gekocht oder so. Oh. Und der hat dann auch einen Comic gekauft, ja. Und dann, wir haben halt draußen vorm Laden, weil es halt die Straße ist, wo so viele Leute vorbeigehen, heutzutage so viele Touristen vorbeigehen, haben wir halt Postkarten. Wir bemühen uns immer, dass es comic-affine Themen auf den Postkarten sind, aber weil wir halt in Frankfurt sind heutzutage, ist es halt eine Touristenecke geworden, wo sehr viele asiatische und besonders chinesische Touristen halten, weil da in der Gegend Paulskirche Römer ist. Der Bus hält genau vor unserem Laden.
wie viele Läden würden sich das wünschen? Ein Bus voller Touristen hält genau vor unserem Laden. Also die drei, vier Geschäfte weiter, die Touristenläden, die hätten das gerne. Die würden bestimmt den Busfahrer bestechen, aber der kann man halt gut halten an der Stelle, wo unser Laden ist. Nur Chinesen kaufen keine Comics. Manche wenige Chinesen, man kann ja nicht immer irgendeine Gruppe über einen Kamm scheren, die haben dann Tim und Struppi-Figuren gekauft und ansonsten gehen die da zuerst mal bei uns rein, gehen überall durch. Die sind es nicht gewohnt, dass man filigran und vorsichtig mit Sachen umgehen. Das heißt, hinterher waren dann leider ein paar Comics auch ein bisschen in die Hand genommen worden und unvorsichtig wieder zurückgestellt worden, dass sie Knicke hatten. Na gut, so ist halt das Leben. War Matthias da? Nein, Entschuldigung. Den konnte ich nicht liegen lassen. Das ist jetzt ja keine Story aus dem Smash-Point, also, dazu kommen wir ein andermal. Ja, stimmt. Kleiner Teaser. Hey, heute schon mal geteasert. Mhm. Das muss man viel mehr machen, oder? Ja, und dann können wir es wieder nicht einhalten. Macht ja nichts. Gut. Ja. Ist ja Smash-Point. Und, das heißt, wir entscheiden, ob es stattfindet oder nicht. Eben, das liegt an uns. Ja. Und wenn jemand wegen Postkarten reinkommt und aus irgendeinem Grund fängt das Gespräch an, dann kann man da auch erzählen, dass man hier drin, jeder Laden baut sich anders auf. Unser Konzept war halt, die Sachen, die draußen vorm Laden stehen, die nehmen ja auch die Witterung, also das Wetter auf, wenn es regnet, blöd, Luftfeuchtigkeit, Hitze im Sommer, die Sonne, die es ausbleicht, das ist eher für gebrauchte Comics. Die sollen sich auch schneller umschlagen. Du kannst ja nicht einen geknickten Comic oder einen feucht gewordenen Comic für einen neuen Preis verkaufen. Umgekehrt ist es kein gebrauchter Comic. Du darfst nicht für einen gebrauchten Preis verkaufen. Deswegen ist Neuware im Laden. Secondhand vorm Laden bei uns so. Aus diesen Gründen schon mal, als Hauptgründe. Und dann gibt es sehr viele Leute, die lustige Taschenbücher kaufen, aber sonst nicht wissen, was es sonst noch für Comics gibt. Gebrauchte lustige Taschenbücher waren vorm Laden. Und so ähnlich wie wenn Leute bei uns Praktikum machen mit ganz anderen Vorstellungen am ersten Tag da sind wie am letzten Tag vom Praktikum. So kommen ja auch Kunden rein, haben nur lustige Taschenbücher oder nur Postkarten. Und es ist und bleibt eine Nische der Comic, aber wenn du siehst, dass die Leute sich unter Comics einfach andere Sachen vorstellen oder sich gar nichts vorstellen und deshalb keine Comics lesen und hinterher, wenn du es denen einfach nur zeigst, wenn sie möchten, sie dürfen hier gerne mal reinblättern und dann kommen dazu Fragen, dann trage ich denen das nächste. Also ich will ja auch keinem Gespräch aufdrängen. Ein Gespräch aufdrängen macht ja auch wenig Sinn, weil ich habe noch sehr viel anderes zu tun. Mhm. Pakete auspacken, andere Kunden, die ein Gespräch brauchen, bedienen. Aber man möchte dann schon das Gespräch, wegen der Postkarte reingekommen, wegen einem witzigen Bild vom Ralf Rute. Da siehst du erstmal, was für bekannte Künstler man im Laden hat, die gar nicht international weltberühmt sind, aber nicht lustig.de, Rute.de, das ist ja schon durch diese virtuelle Mundpropaganda ganz schön mit Verbreitungsgrad rumgekommen. Und dann das wussten die gar nicht, dass man davon auch ein Buch kaufen kann. Ja, so, wir haben die Amy. Wir bekommen immer so kleine Zwangspausen und wissen dann nicht mehr so ganz genau, wo wir eigentlich aufgehört haben, aber aus dem Konsens der vorigen Geschichte kann man noch Folgendes schließen. Ja, es ist nur geschlossen. Das heißt, es ist nur ein wahrscheinlich stimmendes Gerücht oder eine vielleicht, ich weiß nicht, wie man das nennt, eine rückbezügliche Prophezeiung. Vor 200 Jahren gab es in China dann diesen Kult. Die haben da den Matthias verehrt. Und reisen deshalb bis heute nach Europa. Einmal im Leben, ihrem Leben machen sie einen Urlaub in Deutschland, gehen in die Comic-Geschäfte und verknicken da alle Comics einmal. Rundum. Rundum. Nähere Details dazu wahrscheinlich im Dezember-Podcast, oder? Ja. Wenn dann der Matthias dabei ist. Wenn der Matthias dabei ist. So ein Matthias. Oder das Matthias. Das Matthias. Das wissen wir jetzt aber noch nicht genau. Es ist ja Zukunft. Wie sollen wir in die Zukunft gucken können? Das ist ja Zukunft. Wie sollen wir sagen können, was in der Zukunft passiert, was wir rückwirkend nochmal aufarbeiten, weil es in der Vergangenheit passiert ist und es ein Raumzeitparadoxon heißt es. Ja. Eventuell hervorrufen könnte. Ja, aber derjenige, der das Zeitparadoxon erfunden hat, das ist ja schon längst widerlegt, dass es überhaupt keine Zeitparadoxon gibt. Das jedenfalls, was ihr jetzt gerade gehört habt, liebe Hörer, nicht ausschalten, das gehört zu der Rubrik
Neues aus der Stadt vom Rande des Universums. Also immer, wenn ihr das hört, wird es besonders spannend. Ja, dann kommt vielleicht... Dann kommen die mysteriösen Geschichten auf den Tisch. Stößchen. Genau. Wer sich fragt, warum wir jetzt anstoßen, jemand hat das Wort Geschichte gesagt. Hm. Und mysteriös. Also, wenn man mysteriös und Geschichte in einem Satz nennt, dann muss man vorher noch anstoßen, bevor man das Glas aufsieht. Ja, jetzt hat sich schon wieder hingestellt. Ein Geräusch am Podcast ist immer schön. So. Ja. Ein bisschen Atmosphäre. Hm? Eben, ja. Ja. Gut. Ich glaube, jetzt haben wir komplett vergessen, wo wir eigentlich vor der Pause hin wollten. Gibt es denn überhaupt noch Geschichten aus dem Comic-Laden? Es gibt sehr, 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 sehr viele Anekdoten. Es gibt ja auch Anekdoten, ich hätte fast Geschichtchen gesagt, aber ich habe Anekdoten gesagt, aus anderen Comic-Läden, die auch zu mir herangetragen wurden. Und es gibt sogar von Comic-Zeichnern Geschichten, die so legendär sind, dass es sogar auf dem US-Markt mal ein Buch gab, wo nur die Anekdoten gesammelt wurden von den Comiczeichnern, was die auf Conventions alles für Sachen erlebt haben. Schon erstaunlich, aber darum geht es ja heute nicht. Hm. Das Buch fand ich trotzdem sehr lesenswert. Ist wahrscheinlich lang vergriffen. Was wir aber vielleicht noch machen könnten. Wir hatten ja ganz am Anfang angekündigt, du hast so eine große Lieferung bekommen. Ja. Mit jeder Menge US-Comics sehr wahrscheinlich. Ja. Da könnten wir jetzt mal so eine Art Unboxing starten. Können wir machen. Und dann vielleicht ergibt sich daraus nochmal die ein oder andere Anekdote oder aber zumindest können wir so ein bisschen diese Comics eingehen. Genau. Zum Beispiel kann man die ja auch einfach benennen und das ist dann das neueste Heft von der Serie, die ich vielleicht lesen, wann ich die schon gelesen habe, könnte ich darüber erzählen, so als wäre es eine Rezension oder sowas. Hm? Ja, ich hole gerade mal eine Schere. Ja. So, das heißt, jetzt machen wir ein richtiges Unboxing hier. Jawohl. Mit Knistergeräuschen. Das ist eine große Comic-Kiste. Jetzt kannst du gerade nochmal das erzählen mit den... Aber so riesig wie die Kiste ist, so viel ist gar nicht drin. Du hast ein Poster bestellt. Genau, also ein Poster, wenn das irgendwie in die Kiste muss, das ist leider hier ein bisschen... Ja, eingedrückt. Dann muss das ja auch die Kiste so groß sein, wie das gerollte Poster ist. Deswegen ist das eine sehr große, lange Kiste. Wenn auch viel Füllmaterial drin ist, aber das ist auch Absicht. Comics... Die Leute, die demnächst beim Comicvertrieb anfangen wollen und Kisten packen wollen, werden nie einfach in eine Kiste reingesetzt. Das hat jahrelang mal ein Vertrieb für einen großen Verlag gemacht und dann werden die transportiert. Dabei wird die Kiste bewegt, dabei rutschen die Comics minimal hin und her und dabei werden die beschädigt. Und Buchpreisbindung für neue Bücher, das heißt unversehrte Bücher, die ist ja manchmal so, dass die Comics auch schick produziert wurden. Das kostet einfach ein paar Euro, dann kostet der Comic ein paar Euro. Also, und wenn man vollen Preis für einen Comic ausgibt, soll der eigentlich auch unbeschädigt ankommen. Deswegen werden Comics immer mit viel Stoßfüllmaterial umpackt in eine Kiste rein und diese Kiste dann nochmal in eine Kiste, die dann auch nochmal Pufferfüllmaterial hat. Viele Kisten. Das heißt, genau, wie so eine Mamuschka heißen diese Matruschka. Ne? Matruschkas. Mhm. Genau, so ist das hier auch beim Comic auspacken. Das habe ich früher 14 Jahre lang beruflich gemacht. Und heute machst du das als Hobby. Ich mache das privat immer noch sehr gerne. Ja. Und da hat man immer eine Kiste in der Kiste und weiß beim normalen Aufmachen gar nicht, was da so alles hinter ist. Manche Vertriebe brauchen sehr lang, bis es lernen. Andere Vertriebe haben so begonnen, dass es gleich gut verpackt wird. Mhm. Und irgendwann verbessert sich alles einfach nur. So, was kommt mir denn hier als erstes entgegen? Oh, ich weiß gar nicht mehr, warum ich das hier bestellt habe. Also alles, was da drin ist, ist jetzt mehr oder weniger. Ich arbeite ja nicht mehr beruflich drin und stelle es gleich ins Regal zum Verkauf, sondern ich selbst habe auch ein paar Sachen, die ich im Comicladen gesehen habe, die wir verkaufen, selbst für mich entdeckt und selbst behalten, weil selbst gelesen, selbst gesammelt. Und hier ist jetzt gerade eine Kiste aus USA hier angekommen. Und ich habe vergessen, warum ich das hier bestellt habe. Giant Generator All-Star Art Poster. So heißt der Name dieses Posters. Wenn ich es auspacke und reingucken werde, werde ich bestimmt erkennen, was es war. Aber eigentlich packe ich die Sachen nicht sofort aus, weil die dann schlecht... Heute machen wir mal eine Ausnahme. Heute machen wir eine Ausnahme, komm. Das komplette Empfinden eines Auspackens. Ja.
Ich beschreibe mal, was ich sehe. Der lächerliche Gender hat jetzt ein großes Kondom abgezogen und was? Genau. Aber ich erkenne immer noch nicht, warum ich das bestellt habe. Warum hast du denn das bestellt? Das hat gar nichts. Vielleicht ist es eine Falschlieferung. Oder du hast es einfach so mitbekommen. Das kann natürlich auch sein. Das so aus Promo-Zwecken. Das also. Kann natürlich, ja. Die Promo-Poster sind meistens, weil es viel günstiger ist zu verschicken, gefaltet und geliefert. Ach, stimmt, also ja. Also von DC, Marvel, Image und so, die sind meistens gefaltet. Mhm. Ich erkenne nicht. Da müssen wir später nochmal gucken. Es sieht nicht so aus, als hätte ich das bestellt. Ach, warte mal, hier oben. Da, das könnte zum Image-Jubiläum sein. Dann ist nur schade, dass es leider verknickt ankam. Das könnte ein 25-jähriges Image-Jubiläum-Plakat sein, weil hier hinten erkenne ich einen aus Black Science. Ist nur die Frage, ob das andere. Das ja, aber stimmt. Da fehlen ja die ganzen Ikonen drauf, oder? Also, da ist ja. Kein Spawn, kein irgendwas. Fairy sehe ich nicht. Vielleicht, das hier ist. Oh, cool. Das ist das Tesla-Ding. Ah. Aber ich weiß immer noch nicht, warum ich werde es. Vielleicht gehört es zu irgendeinem Comic dazu. Gucken wir nachher nochmal kurz auf den Pack. Ja, also das ist ja super Unboxing hier. Ja. Wo man gleich weiß, was da bestellt wurde und was nicht. Oh, guck mal hier. Ah, weißt du, wer das bestellt? Ja, das habe ich bestellt. Zum allerersten Mal habe ich meinem Mikrofreund Survival Geeks. Einen Comic mitbestellt. Ja. Und als er hier heute ankam, wusste er noch gar nicht, dass heute hier auch eine Lieferung ankommen würde. Ich wusste auch nicht, aber die kam genau bevor er hier ankam. Mhm. Also er hat es selbst noch gesehen. Der Paketmann ist an ihm vorbeigelaufen und schon ist ein Comic für ihn drin. Mensch, das ist ja ein Zufall. Survival Geeks, jawohl. Ja, das Logo von Survival Geeks erinnert an Star Wars. Richtig. Ja, auch das Cover, ne? Man sieht so ein Mädchen, das so ein Lichtschwert hochstreckt. Ja. Und Suck Wars auf dem T-Shirt steht. Ja, zu dem Comic, wenn es du bestellt hast, es ist auch keine Reihe, sondern es ist einfach ein Band. Mhm. Das wird sehr witzig werden, sieht schon so aus. Ja. Ich glaube, wenn du es nicht bestellt hättest, hätte ich es mir selbst eh bestellt. Nur wenn man den ganzen Katalog... Hast du dir den gar nicht nochmal mitbestellt? Nee. Ich kann dir den auch erstmal zum Lesen da lassen, wenn du möchtest. Ja, wenn es dir recht ist, du kannst ihn auch gerne später ausleihen, so wie es passt. Ja. Aber ich glaube, ich hätte ihn bestellt, wenn du ihn nicht bestellt hättest. Nur ich bin über jeden Comic froh, den ich nicht bestellen muss, was meine Finanzen angeht und der Platz in meiner Comicsammlung. Sieht jedenfalls sehr lustig aus. Ist so ein semi-funny-Stil, würde ich jetzt mal sagen. Also so ja, schon überzeichnet, aber noch an realistischen Figuren angelehnt. Ja. Und dann tauchen hier Mäuse in Uniformen auf. Sieht cool aus. Sieht echt sehr cool aus. Da bin ich mal gespannt. Weil eigentlich lesen fällt mir ja, also machst du auch nicht so gerne. Ja. Aber fällt mir noch leichter, als jetzt irgendwie auf Deutsch zu lesen. Ich glaube, du meinst es. Oh Gott. Da ist hier Alkohol drin in dem. Ja. Auf Englisch zu hören. Oder? Ach so, ja. 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 Naja, beim Lesen kann man ja selbst das Wort nochmal gucken, was man eben war. Beim Hören ist schon der nächste Satz draußen. Es sieht aber auch aus, als wäre es leicht zu verstehen. Die Sprechblasen sind relativ human verteilt. Der Jobber, get to the Jobber. Nicht schlecht. Ja. Da bin ich mal gespannt. Ja. Die ISBN-Nummer geben wir jetzt nicht durch. Das kann man dann auch so eruieren, Survival Geeks. Heutzutage muss man nicht mehr mit ISBN-Nummern bestellen, sondern man hat eine riesige Excel-Tabelle, in der pro Monat so 3.000 bis 5.000 Artikel drin sind, wo man immer das Häkchen davor setzt. Wenn man das so inzwischen 19 Jahre gemacht hat, sieht man Excel-Tabellen mit ganz anderen Augen als die Leute, die da einmal drauf gucken und denken, sag mal, hier wimmelt es ja nur von lauter Zeichen. Mhm. Als nächstes haben wir hier das Magazin Image Plus. Mhm. Kann man auch gleich nochmal reinblättern. Genau. Eins meiner Lieblingsmagazine derzeit. Dann haben wir hier den Previews. Aus meiner Sicht ist das ja auch ein Magazin. Das ist der US-Vorschau-Katalog, den man dann in aller Ruhe durcharbeiten muss. Also nicht muss, aber ach. Kann. Und ein Knick drin. Matthias. Ein Matthias-Knick. Nee, das ist ein Produktionsknick. Genau. Ja, produktionstechnisch. Ja. Form es gibt manchmal wohl einen Fehler, dass Blätter nicht richtig komplett abgeschnitten werden und dann wird es entweder maschinell wird es dann so geknickt schon oder wird das dann in der Nachbereitung so gemacht. Also es gibt ja immer diese Druckbögen, die werden dann so gefaltet, dass immer vier Seiten
übereinander liegen und dabei hätte das hier an der Stelle umgefaltet sein müssen, dann wird hier außen abgeschnitten, aber es war so umgefaltet und jetzt wurde hier außen gerade abgeschnitten. Ja, und aber ist der Rest übrig geblieben. Genau. Und hier sehen wir schon gleich, also den ganzen Katalog gucken wir jetzt nicht durch, aber es wird neue Comics von Barbarella geben, das habe ich jetzt schon im Internet gelesen, von Mike Carey geschrieben. Bei Dynamite erscheint's, sind wir mal gespannt. Barbarella, Pop Culture Icon, makes her debut in America with new stories for the first time in 35 years. Yes. Gut. Jo. So, das sind die Sachen, die größer sind als die typische US-Heftgröße. Deswegen liegen die oben auf. Und dann haben wir hier... Batman und das Phantom. Ja, die Rückseite von einem Comic mit Lenticular-Cover. Und die Rückseite ist auch mit Lenticular-Cover. Das heißt, die Werbung für diese... Das ist ja nicht schlecht. Cool, ne? Also ist dann hier eher so ein leichter 3D-Effekt, aber... Geil. Ach, das ist das Superman Action Comics Nummer 988 mit einem echt coolen Lenticular-Cover, weil man da so ein bisschen die Explosion von Krypton nachgestellt hat. Man sieht das Paar. Jor-El und wie hieß sie gleich wieder? Oh, das weiß ich jetzt gar nicht mehr auswendig. Das ist ja krass. Ich hätte nie gedacht, dass ich den Namen mal nicht wüsste. Kachal? Nee, das ist ja Supergirl, glaube ich. Also auswendig weiß ich nicht mehr, wie sie heißt. Ja. Das ist, so geht's. Ja. Wenn man zu tief in allen Comic-Materien ist, dann vergisst man was man immer wusste. Ja, sieht cool aus. Das ist nur ein Podcast, das heißt, wir werden es nicht in die Kamera halten, aber Steffen hat es ja schön beschrieben. Macht super Eindruck. Wenn man das rechtzeitig vorbestellt hat, kostet es auch einfach nur den Dollarpreis. Es kostet dann einfach nur, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, 3,99. Wenn man es nachträglich kauft, muss man halt irgendeinen Laden finden, der es vorbestellt hatte. Bist du denn eigentlich so auf Spezialcover aus, oder? Nee, nicht allgemein. Also nicht ohne, dass es irgendwas mit Bezug zu mir hätte. Also ich habe früher im Comicladen beruflich bedingt sehr viel querbeet gelesen. Das heißt, ich habe so viel versucht zu lesen, wie pro Neuheitenwoche erscheint, ehe die nächsten Neuheiten kommen und habe alles Mögliche gelesen. Und die Sachen, die ich geliebt habe oder gesammelt habe, auch gekauft und daheim nochmal in Ruhe gelesen. Und dann kam ich manchmal zu den Sachen nicht zum Lesen, die ich in Ruhe lesen wollte, weil ich ja erstmal schnell abarbeiten muss, was alles Neues erschienen ist. Und manchmal habe ich dann die Sachen, die mir lieb und wertvoll sind, weniger gelesen als die Sachen, die ich, ich sag mal, entdecken muss. Man ist ja, je mehr man liest, desto mehr ist man drin und kann auch sagen, was los ist. Hier ist noch ein, nee, das ist nur ein Silber. Ein Glitz, ach hier auf der Seite ist der Effekt. Wieso denn? Auf der Vorderseite? Kenne ich jetzt gar nicht. Hier ist noch was Marvel Legacy 1. Marvel Legacy 1 ist auch eigentlich ein Lenticular-Cover. Ja. Aber auf der Vorderseite, ja, so richtig, sieht man jetzt nicht wirklich was, außer dass der Hulk bei der einen Stelle ein paar weniger Falten hat. Ach so. Und die Rückseite ist viel deutlicher zu erkennen. Ist so ein bisschen was, ja, aber auch nicht wirklich ein Effekt jetzt, ne? So ein bisschen 3D-mäßig, aber ansonsten... Hätte man mehr rausholen können, aber vielleicht ist ja Absicht. Sagen wir mal, das ist mit Absicht ein bisschen zurückhaltend. Gut. Und jetzt ist es ja so, seitdem ich nur noch das lese, was ich mir auch kaufe. Ja. Ich habe mich einfach für die DC-Serie entschieden, dass ich nur Superman, also Action-Comics mir zulege, aber meistens auf Deutsch. Und dann lege ich mir ab und zu mal ein US-Heft durch zu, wenn es attraktiv erscheint, wenn irgendein Storybogen beginnt oder wenn ich vermute, dass vielleicht nicht auf Deutsch kommt. Wobei das hier ist einfach nur Action-Comics, das wird eher auf Deutsch kommen. Aber das hier, wenn das der Panini-Verlag brächte, das wäre geil. Diesen Cover-Effekt. Ja, aber das lohnt sich eigentlich produktionstechnisch von den Kosten her, einer großen Auflage und so viel verkauft sich in Deutschland leider meistens nicht. Das könnten die höchstens zu einer Messe machen. So, dann etwas, das wahrscheinlich wenig... Hat der Panini-Verlag schon mal ein Lenticular-Cover gemacht? Ich kann mich nicht erinnern, das muss aber nicht sein. Das Einzige, was ich mal so an richtigem Spezialcover in Erinnerung hatte, war damals die Sache mit Spider-Man, als er die verschiedenen Identitäten angenommen hat. Da hat man ja so ein Cover drüber gelegt quasi, aber als Foliencover. Ja. Aber das war auch das Einzige, was ich jetzt so in der Form in Erinnerung habe.
So ein Glitzercover, ja, das gab es auch ja schon. Ja, aber jetzt so ein Lenticular-Cover. Also früher gab es in Amerika auch nur die Lenticular-Covers bei gigantischen Ereignissen, was weiß ich, Detective Comics 500 oder irgend sowas. Und das war dann auch extra zum Jubiläum, weil das Jubiläum kaufen besonders viele Leute, dann hat es eine höhere Auflage, dann kann man es wieder finanzieren. Ich bin immer echt gespannt. Also gerade jetzt in den letzten Monaten gab es in den USA ja ein paar, das ist voll die in. Aber noch nicht auf Deutsch erschienen sind. Also ja, das heißt jetzt zum Beispiel, bekannter Vertreter ist ja das Lenticular-Cover von Batman 600 und noch irgendwas, oder? Wie war das? Keine Ahnung. Ja. Jedenfalls das Crossover mit dem Flash, ne? Wo dann genau, ja, jetzt in Bezug auf dem Watchmen-Universum ja genommen wird. Da haben sie es als großes Event gefeiert mit diesen Covern. Und leider waren die ersten Heftnummern nur für den US-Markt mit Lenticular-Cover, wie blöd für uns Sammler. Aber ab der, also von der vierteiligen Storyline, ab dem zweiten Heft konnte man es dann auch nach Europa exportieren. Ja, das hier kommt jetzt leider bei mir zu spät an, weil ich es mir auch nur einmal im Monat schicken lasse, weil das von den Portokosten sonst keinen Sinn macht. Hier ist, haben wir den Comic zum Harlequin Day, also zum Batman Day. Ja, der international stattgefunden hat, genau, auch in Deutschland. Ja. Haben dieselbe Heft, haben denselben Inhalt. Ich weiß, ich habe noch nicht reingeblättert ins Deutsche. Oh, das wüsste ich jetzt auch nicht genau. Das Cover finde ich aber cool, das ist nicht auf das, Deutsch. Das Cover ist schön, ja. Das ist so witzig. Das Cover ist Dark Knight Returns. Dark Knight Returns Anlehnung. Man sieht also den ikonischen Batman vorm Blitz und die Harlequin. Harlequin als schematische Darstellung auch mit dabei, ja. Wieso, hast du es gleich zweimal? Ich habe es dreimal bestellt. Aha. Aus Gründen? Ja. Gut. Die nenne ich hier aber nicht. Okay. Ja. Es ist ja so, dass Comics, die umsonst verteilt werden, sind ja nicht für die Läden kostenlos. Man hat aber in USA, trotzdem hat jeder die Chance, es zu bestellen, wenn er möchte. Und ich habe das ja über einen Vertrieb bestellt, der mich trotzdem beliefert, auch wenn ich kein Laden bin, weil man kann ja auch Kunden beliefern. Ich bin jetzt sozusagen Comicleser und da muss ich natürlich das Heft dann auch bezahlen, weil es ihm auch in Rechnung gestellt wird. Aber wenn man das im Laden holt, ist es kostenlos. Es kostet halt nur den Laden. Ich weiß nicht, wie viel das jetzt genau in Nettowerten ist. So knapp 70 oder 80 Cent. Und diese Sachen, nicht in diesem speziellen Fall, aber oft haben die ja irgendwelche Cross-Themen. Und wenn ich die dann zusortieren möchte in meiner Sammlung, es geht zum Beispiel um Flash und Batman und ich würde Flash und Batman sammeln, würde ich dieses Heft mir zweimal bestellen, damit ich es einmal zu meiner Flash-Sammlung tun kann, einmal zu meiner Batman-Sammlung. Ach so. Ich habe das früher mal bei Witchblade Crossover Darkness nicht gemacht und dann lese ich irgendwann mal Darkness und es fehlt an der Stelle das Heft, was ich gerade als nächstes mir rausgreifen würde, weil das bei Witchblade sortiert war. Blöde Idee. Okay. Dann. Und deswegen bestellst du es dann lieber doppelt. Genau. Tja. Wenn es bezahlbar ist. Dann haben wir als nächstes das aktuelle Heft von der Serie I Am Groot. Gab es zuletzt seit Guardians of the Galaxy immer mal wieder Einzelheftserien mit dem Charakter Groot. Ich glaube, das Heft ist das vorletzte von dieser Storyline. Ich meine in der sechsten. Ah ne, hier hört es schon auf. Gut. Also hier hört die Geschichte auf, wo der Groot es auf einen anderen Planeten verschlagen hat, wo er gar nicht weiß, wie ihm geschieht und was los ist. Und die auf dem Planet auch erstmal nicht so genau, weil da gibt es irgend so ein ja, gottähnliches Wesen, das bestimmt, das über Mikrofone mitteilt, was es gerne möchte. Und dann kommt der Groot mit so einem komischen Roboter mit Hundekopf. Die kommen dann zusammen auf die Lösung, dass unterirdisch gibt es da Gänge in diesem Tempel und das eine sieht sogar also ähnlich aus wie so eine U-Bahn-Haltestelle und jetzt im letzten Heft, ich will es gar nicht durchblenden, weil ich ja noch lesen muss. Den habe ich dir ja, glaube ich, auch mal Ein Foto von geschickt. Bin mal gespannt, wie es ausgeht. Also ist jetzt storytechnisch nicht das Highlight. Ich mag einfach nur den Groot und hätte mir eigentlich von der Story auch mehr erwartet. Aber wenn es jetzt gut ausgeht, ist es okay. Und jetzt kommt im vierten Heft kam sogar vor, warum dieser eine Charakter
ein Hundekopf mit Roboterunterleib ist. Und vorher kam es mir ein bisschen arg, ja, einfach mal irgendwas zusammengeschustert vor, aber wenn es im vierten Heft dann auch noch aufgezeigt wurde, warum das so ist und woher die Einzelteile stammen, dann macht das auf einmal insgesamt Sinn. Dann finde ich das auch eher zumutbar und dann wird auch die Geschichte insgesamt besser. Manchmal lohnt es sich echt, eine Storyline fertig zu lesen, auch wenn die ersten drei Hefte noch nicht so der Hammer sind, weil es irgendwann rund wird. Bin mal gespannt, werde bestimmt nicht zu meinen besten Storybögen gehören, die ich jemals gelesen habe, aber ich hoffe, dass das fünfte Heft das alles wieder gut macht. Sind witzige Momente bei, ist viel so, ja, Kleinkinder-Slapstick bei, aber das ist halt auch für kleinere Leser gedacht. Dann haben wir, apropos kleinere Leser, das hier ist jetzt eine Comicstrip-Serie, die ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht, Phoeb and Her Unicorn Activity Book Number, ist das die 5? Wo steht's? Ach, die sind gar nicht durchnummeriert. Das muss man immer wissen. Das ist manchmal bei Comicstrip-Sammelbänden schwierig. Bei Calvin Hobbs, die sind alle nie durchnummeriert. Die haben einen eigenen Titel pro Band. Und dann musst du wissen, das war damals der erste, der zweite, der dritte von der Reihe nach. Du kannst dann meistens aufblättern und gucken, wie viele Bände schon erschienen sind. Dann siehst du die mit Titel untereinander weg. Ach, genau, bei dem nicht, weil es ein Activity-Buch ist. Na gut. Aber hier sind halt auch Strips drin. Schauen wir mal. Also es gibt Phoeb and Her Unicorn Comicstrip, der ist sehr schön, von der Dana Simpson, ist bei ucomics.com irgendwann mal neu vorgestellt worden, habe ich zufällig entdeckt und gerne gelesen. Ist einfach das Thema, dass ein kleines Mädchen, das selbst, ja, ein Mädchen ist mit ihren Eigenschaften, ein Unicorn, ein Einhorn hat, auch mit Einhorn-Eigenschaften, das heißt, beide sind vielleicht, der eine mehr, der andere ein bisschen weniger, selbstverliebt. Das ist eine Eigenschaft, die man dem Einhorn zuschreibt. Das Mädchen ist halt mit ihren Eigenschaften ausgestattet. Die zwei werden sowas wie beste Freundin. Davon weiß das Einhorn anfangs noch gar nichts. Aber im Laufe der Zeit ist es einfach so. Sehr schöner Comicstrip, weil es Splitter für das Funny-Label da noch irgendwelche Titel braucht. Ich weiß, es gibt genug und es gibt Schwierigkeiten, dass die Leser das kaufen, aber das wäre mal eine Idee, was auszuprobieren. Dann packe ich hier einfach mal aus, was ich hier noch habe. Ups. Ah, hier. Ja, muss ich wirklich jedes vorlesen? Nö. Aber du würdest als nächstes kommentieren. Was sollen die Hörer jetzt denken, wenn du dann Comic hinlegst und ihn nicht erwähnst? Völlig versaulich hier. Irgendwie. Also normal werden die Comics gar nicht nach irgendwas sortiert in die Kiste eingelagert, außer vielleicht nach Lieferwoche. Aber es ist jetzt so, dass ich ja zu dem I Am Groot gesagt habe, dass er für kleinere Kinder ist, für kleinere Menschen, also für Kinder. Dann das Phoeb and Her Unicorn ist auch für Kinder. Und jetzt kommt hier als nächstes DC Superhero Girls. Auch das zum 25-jährigen Harley Quinn Jubiläum, denn da spielt ihr auch mit in diesem Heft. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Wobei das in dem Fall weiß ich nicht, das sieht aus, als wären es neue Storys, aber das Harlequin-Jubiläumsheft ist nur hinten eine kurze neue Story. Ansonsten ist es eine bekannte, beliebte Kurzgeschichte. Als nächstes haben wir das nächste Heft zum Harlequin-Jubiläum. Das ist einfach ein Cover, auf dem das Batman-Logo oben überklebt wurde mit dem Harlequin-Schriftzug. Die Harlequin sitzt huckepack auf dem Joker. Ich weiß gar nicht, ob das direkt auf irgendwas anspielt. Ich glaube nicht, oder? Das habe ich auch bestellt. Oh, jetzt wird es interessanter. Ja, ich weiß. Sie möchte ihn nur rasieren, aber eigentlich hat er gar keinen Bart. Er ist gefesselt. Und der Hals, das Genick wird gerade so ein bisschen gedreht. Vielleicht hat er was anderes vor, als nur zu rasieren. Gut, ja. Die Harlequin wird wissen, was sie macht. Also da habe ich jetzt keine Befürchtung, dass da irgendwas Schlimmes passiert. Die Harlequin ist alt genug. Ja, die ist alt genug. 25 Jahre übrigens. Die. Ja. Das bin ich gespannt. Ja, dadurch, dass ich jetzt nicht mehr das ganze DC-Universum lese, sondern nur noch meinen Superman ab und zu mal, kann man bei sowas immer mal quer lesen, was denn die Harlequin zur Zeit gerade macht. Es gibt eine Ausnahme, bei Marvel lese ich auch sehr, sehr wenig, aber da habe ich eine neue Serie für mich entdeckt, die will ich auch regelmäßig lesen. Weiß nicht, ob hier in der Kiste was drin ist, wahrscheinlich nicht.
Das ist dann die Ausnahme Gwenpool. Das ist sowas, wie ich für DC-Universum die Harlequin für mich entdeckt hatte, ist das im Marvel-Universum Gwenpool. Nur ich finde es noch cooler, weil ich es mag, wenn die Comic-Charaktere mit dem Medium auf Metaebene spielen. Mhm. Also die Gwenpool weiß, dass sie eine Comicfigur ist. Sie vermutet, weil sie früher aus einer Welt stammt, wo man die Marvel-Superhelden in Comics kannte, kennt sie manchmal die Geheimidentitäten und sonst was von den anderen. Mhm. Und deswegen hat sie aus meiner Sicht zurzeit Harlequin getoppt, wobei das ein bisschen unfair ist, weil ich zurzeit Harlequin gar nicht lese, außer jetzt mal wieder zu dem Jubiläum. Mhm. Habe schon länger kein Harlequin-Heft mehr gelesen, aber der Marshall ist da, glaube ich, bei. Marvel und DC ist bekannt, die versuchen immer wieder mit denselben Sachen nochmal neue Aspekte zu erzählen, damit auch der Leser beibleibt und weiß, mhm. weswegen er jetzt schon wieder das neue unendlich keine Ahnung, wie ich den Satz jetzt auch beenden wollte, aber Action-Comic bei über 900, also immer wieder ein neues Heft mit immer wieder demselben Superhelden. Mhm. Neben dem gibt es auch noch was anderes, gibt es zum Beispiel mit zwischendurch Neustart, ne? Dann gab es genau. nochmal 52 Hefte, die dann nochmal zwischendurch praktisch nicht weiter nummeriert wurden. Also, ja, irgendwo was ganz Neues anfangen, das passiert auch bei DC und auch bei Marvel, aber es versucht immer nach diesem Schema da zu funktionieren, damit der Leser bei der Stange bleibt und irgendwelche Serien mit Glück ewig dauern würden, aber die Entwicklung vom Storytelling und von neuen Ideen überhaupt zu etablieren, dafür muss man auch mal was Neues wagen, da gibt es andere Verlage. Jetzt habe ich hier die nächsten drei hingelegt. Das eine ist von dem Verlag Espen Comics. Das ist der Verlag, den er Michael Turner gegründet hatte, nachdem er bei Image Witchblade anfangs gezeichnet hatte, dann eine eigene Serie gestartet hatte, die Fathom hieß, später noch Soulfire. Der hat dann den Mut gehabt, einen eigenen Verlag zu gründen. So blöd es ist, er hatte dann einen Skiunfall, bei dem dann Krebs diagnostiziert wurde, als ein Bein gebrochen war und das Ganze untersucht wurde und der ist dann 2008 verstorben. Deine Comics leben weiter. Heute dann eben von seinem Team allein ohne ihn gezeichnet. Den J.T. Cool kennt man auch aus dem DC-Universum. Hat jetzt hier zum Beispiel die Geschichte von All New Soulfire Nummer 7 geschrieben. Wenn man Soulfire noch irgendwie früher auf Deutsch vielleicht von Infinity kennt, das ist eine sehr schöne Fantasy-Serie. Und das Universum, die Geschichten gehen immer noch weiter und es sind immer noch die Charaktere, die man kennt. Ja. Kann man auch mal wieder reinlesen. Dann haben wir hier Saga. Vielleicht kennt man das hierzulande noch nicht so sehr, wobei das natürlich bei CrossCult auch erscheint. Ja, ja. Mhm. Aber das wird noch viel, viel berühmter. Also die Serie, die kriegt bestimmt irgendwann eine TV-Serie oder Kinofilme. Garantiert. Das ist von der Fiona Staples. Wieso steht die zuerst? Die hat es doch gezeichnet. Und vom Brian K. Vaughan. Genau. Geschrieben, kennt man, gut, müssen wir nicht näher drauf eingehen, das hier ist das Heft 47, 47. Dann ist hier ein neuer Serienstart, einfach mal, oh, der Autor, den kennt Marvel-Leser vielleicht, der macht zurzeit Star Wars bei Marvel und ein paar Marvel-Serien, das ist der Herr Spurrier, keine Ahnung, ob man ihn so ausspricht, der ist Simon Spurrier, der hat früher auch bei Kleinverlagen angefangen, hat hier jetzt sein eigenes Ding bei Image gestartet, das heißt Angelic. Und das hatte ich schon in dem Image Plus das Interview gelesen, die Leseprobe gelesen und einfach nur den Style oder die Idee gut gefunden, den Zeichenstil. Die Tusche finde ich nicht so perfekt, aber ich will es trotzdem mal antesten, weil einfach heutzutage ist ein Stichwort, das heißt Worldbuilding. Die Leute müssen nicht nur tolle Charaktere erfinden, sondern die Welt, in der es spielt, die muss einen schon mal irgendwie einfangen und mal was Neues sein und dann lebt man gerne in dieser Welt, indem man die Comics einfach verfolgt und weiterliest. Sind wir mal gespannt, was da die durch die Luft fliegenden Delfin-Roboter tun werden oder zu wem die gehören. Auf jeden Fall gibt es da beflügelte Affen, die vor denen Angst haben. Schauen wir mal. Ja. Dann haben wir hier als nächstes. Was haben wir hier? Oh, das sieht ja aus, als eben als eine Kiste lag, habe ich gedacht, da wäre ein Action-Comic, aber nein. Nee, das ist ein Artwork-Comic. Genau. In Amerika absoluter Kult, sehr, sehr bekannt unter Comic-Lesern ist der Cerebus. Der hat es nie richtig nach Deutschland geschafft, sehr schade, das ist ein legendärer Comic. Es gab irgendwann mal einen Autor, der hat irgendwann in den 80ern, als Independent-Comics so gut wie unbekannt waren, gesagt, ich habe eine Geschichte, die wird eines Tages 300 Hefte umfassen und das ist die Geschichte von meinem Erdferkel
Cerebus und seinen Abenteuern. Ja, toll, das kann jeder erzählen. 300 Hefte, wie soll das gehen? Das kannst du gar nicht vorher planen, vorhersehen. Aber jetzt sind hier ein paar Jahrzehnte ins Land gegangen. Er hat das regelmäßig im Eigenverlag rausgebracht. Ja. Zu einer Zeit, wo das andere noch nicht gemacht haben. Das heißt, es ist einer der Wegbereiter, einer der Begründer dieser Welle der Independent Comics auf dem US-Markt, wo dann später dann auch Bone mit bei war. Die haben sich früher gegenseitig auch geholfen. Der Künstler von Cerebus heißt Dave Sims. Manche haben ihn im Interview kennengelernt, später hat er keine Interviews mehr gegeben und haben gesagt, hui, das ist aber ein Charakter, der Typ. Irgendwann sind 300 Hefte erschienen und die Geschichte war genau mit dem 300. Heft komplett fertig erzählt, so was wir vorher gesagt hatte. Jetzt gibt es noch ein paar Sachen zu dem Universum nachträglich. Also Artwork Comics ist jetzt hier, includes brand new materials, but mostly, das Wort kann man nicht lesen, weil es, ja, wie sagt man dazu, wenn das weggemacht wurde, das Schimpfwort. Und da kommen einfach nochmal ein paar Szenen. Das wollte ich mit einfach mal. Anderen Buchstaben und Zeichen. Genau. Praktisch überschrieben. Und das hat Momente aus Cerebus in Hell. Das war da eine Geschichte, die nach Cerebus gespielt hatte. Okay. So. Cerebus. Hier haben wir, Soulfire schon wieder. All New Soulfire Nummer 7 im anderen Vorderbild. Gibt es denn sowas, dass es Leute gibt, die mehrere Cover vom selben Heft sich zulegen? Ist echt. Ich glaube, das gibt es gar nicht. Wer macht denn sowas? Nee. Naja, das war früher, wo der Michael Turner lebt und selbst Cover dazu beigetragen hat. Da war jedes Cover auf jeden Fall wert. Aber jetzt gibt es kein Material mehr für Cover. Es wurde mehr oder weniger alles verbraucht, was der Michael Turner gezeichnet hatte. Aber auch die Nachwuchskünstler aus dem Verlag Espen wollen ja zeigen, was sie können. Deswegen haben wir das Heft zweimal. Aber es gibt viel mehr als zwei Cover, nur mehr Kaui-Schnitt. Das ist nochmal, wie vernünftig ich bin. Ne? Ja. Also damit habe ich bewiesen, ich bin so vernünftig, dass ich statt 5 Hefte vom selben zwei holen. Hier haben wir ein Frozen Annual. Hierbei handelt es sich nicht um Madonnas Lied, um sonst welche Frozen-Filme, wie man da irgendwas falsch sortieren kann. Es geht da tatsächlich um Disneys Kinofilm Frozen und dem seine Charaktere. Die hatten schon eine Comic-Heftserie mit 9 Geschichtchen und jetzt gibt es hier ein Annual. Das erscheint in Kanada bei Joe Books. Kanada ist jetzt nicht der Markt, wo das Große passiert, aber da kommt der Verlag her. Das passiert natürlich. Ein kanadischer Verlag. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, schon. Keine Garantie drauf, aber ich meine mich an sowas zu erinnern. Ja, da sind ja diese ganzen, also die meisten Disney-Comics sind ja bei Boom, ne? Ne, nicht mehr bei Boom, bei IDW. Oder? Da sind die Comic-Hefte, die jetzt zur Zeit rauskommen. Genau. Es gibt so ein paar Sachen, die sind halt bei diesem Joey Books Verlag. Genau, also der IDW, der hat jetzt halt die Lizenzen für so Disney-Material mit Donald Duck, was man hier Mickey Mouse. Als Comics bekommt, ne? Genau. Und davor gab es schon, also davor gab es schon mal die Lizenzen an anderen Verlage gegeben und wieder eingestellt. War es relativ lang. Genau, und dann gab es den Joe Book. Ich glaube, der hatte überhaupt keine Lizenzprobleme, weil der, wenn ich es jetzt richtig zusammenreime, richtig in Erinnerung habe, für den kanadischen Markt Lizenzen hat, aber inzwischen, wenn... In den USA verkauft, okay. Und wenn halt für IDW, wenn die kein Interesse an dem hier haben, an dem Material... Dann teilen die sich das quasi. Genau. Und das Schöne das ist halt... Offizielle Disney Comics Label unten, ja. Genau. Okay. Von denen ist ja auch diese Comic-Strip-Reihe Disney Princess, wo dann immer von der Emmy Mapperson einfach so harmlose, nicht zum Film gehörende, lose Geschichtchen weitererzählt werden, was zum Beispiel jetzt die Schöne des Beast-Charaktere so heutzutage treiben oder auch vielleicht Olaf und er hier. Wie heißt denn der hier nochmal? Weiß gar nicht mehr. So, greife ich links, greife ich rechts. Ich greife mal hier links. Es gibt eine 6-teilige Serie, die vor, weiß ich gar nicht, schlecht zeigt, viel vor 2 Jahren erschienen war. Die hieß The Infinite Loop. Und jetzt startet gerade Volume 2, Untertitel Nothing But The Truth. Das waren 2 erwachsene Mädels. Ich weiß gar nicht, ob die Geheimagentinnen waren oder ob die, was die gemacht hatten. Auf jeden Fall haben die mit Dimensionen gearbeitet,
beruflich, ich glaube, die haben aufgepasst, dass mit den Dimensionen keiner Schabernack anstellt, weiß ich jetzt aber nicht mehr genau. Und gleichzeitig. Es etwa Leute, die mit fremden Dimensionen Schabernack treiben. So was Mechpoint-mäßig. Du meinst irgendjemand, der zum Beispiel Dezember und November austauscht? Ja, oder der in irgendeiner Zeitlinie dem Marshall das Smartphone klaut und. Ich kann's mir jetzt nicht vorstellen, aber wir müssen demnächst mal ins Marshall fragen. Das war jetzt schon wieder. Oh, Achtung, wir müssen kurz wir müssen kurz das Jingle. Neues aus der Stadt am Rande des Universums. Sonst kann man es nicht zuordnen. Ja, das stimmt. Mhm. Ja, aber je näher man dem Ende des Universums kommt, desto mehr verzerrt oder leichter verzerrt ist dann auch eine Variation, also eine Dimensionsvariation. Das ist, das muss man einfach wissen. Nein, lieber Hörer, wir haben nichts geraucht. So. Ja. Soll ich mal schneller? Mehr gibt es dann im Dezember. Gut. Dazu zumindest. Ja. Wenn der Dezember wirklich nach dem November kommt. Mhm. So. Also Infinity Loop, das zwei weibliche Hauptcharaktere, sehr schön gezeichnet, so ein bisschen cartoonisch. Mhm. Die Volume 2 ist schon ein bisschen, also nicht mehr so süßnasig gezeichnet, sondern sie hat jetzt hier eine spitzere Nase. Ja, also die Action scheint auch ein bisschen extremer zu sein. Muss ich mir ja mal merken, den Begriff. Mensch, bist du süßnasig. Ja, also ich finde, den Begriff sollte es geben. Mhm. Und da beim Durchblättern, also ich würde es jetzt auch lesen, Volume 1 habe ich gelesen. Oh. Ja. Jetzt wird ein Herzstück. Oh, ja. Das sehe ich doch schon. Ja, natürlich. Manchmal gibt es Leute, die mögen zum Beispiel Jim Henson, was der so gemacht hat. Der hat der Sesamstraße, Muppets und Sonstiges gemacht. Der hat auch Kinofilme gemacht, zum Beispiel Labyrinth. Der hat neben Labyrinth noch einen schönen Puppenfilm gemacht und die Puppen haben sich da so für den Zuschauer zur damaligen Zeit realistisch bewegt, dass es fast wie ein Fantasy-Film daherkam, der jetzt auch an ein erwachsenes Publikum gegangen ist, ohne dass man jetzt irgendwie vermutet hätte, müsste doch irgendwo Fäden sein beim Urmel aus dem Eis. Und das hieß der dunkle Kristall, Dark Crystal. Und dazu wurde lange Zeit mal überlegt, ob man da irgendeinen zweiten Film macht oder einen Film, der davor spielt oder sonst was. Und jetzt gibt es eine 12-teilige Comic-Heftserie, die heißt The Power of the Dark Crystal. Nee, doch, ja, heißt sie. Ist jetzt auch wieder von Simon Spurrier. Das ist der Autor, der eben gerade auch schon mal gefallen ist und der zum Beispiel zurzeit auch Star Wars schreibt. Der hat aber auch noch andere schöne Comic-Serien gemacht, die ich auch schon gelesen habe und gemocht habe. Und die hätte ich bestimmt auch schon mal rezensiert, wenn ich dazu gekommen wäre. Der kann sehr schön erzählen, finde ich. Also kein Wunder, dass Marvel dann immer diese Autoren beobachtet, was die so treiben und wenn sie den Durchbruch geschafft haben, dann versuchen sie, die einzukaufen. So, huch, hier ist er nochmal. Das erwähne ich jetzt mal nicht. Vielleicht hat der Michael Delegelik eine Nummer. Zwei Cover von einem Heft. Hier haben wir jetzt The Dark Crystal. Aber schön, dass du das nicht erwähnst. Nee, das ist bei Dark Crystal, wenn es so wäre, würde ich es erwähnen. Da gibt es auch zwei Cover, die habe ich beide. Weil das eine ist ja von der Künstlerin. Aber nur, wenn es so wäre. Wenn es so wäre, ja. Ob das so ist, lieber Hörer, müsst ihr jetzt selbst entscheiden. Ja, indem ihr... Hat denn der Lega-Legende zwei Cover von Dark Crystal bestellt oder nicht? Das zweite Cover ist halt von der Sana Takeda. Das ist die Zeichnerin von Monstrous. Und die gibt sich da immer besonders viel Mühe und macht das dann so realistisch. Aber es ist gezeichnet. Und das sieht dann echt aus wie die Puppen aus dem Kinofilm. Das ist jetzt von der von... Nee, das hier. Das ist der von Monsters? Okay. Würde ich jetzt mal sagen. Weil das eher so in dem Stil kommt. Ja, vielleicht ist es auch das. Ich habe jetzt das aufgeklappt. Ich habe es noch nicht geguckt. Also bei den vorigen habe ich es schon schön betrachtet, gemocht, geliebt und zugeordnet und gleich erkannt. Nee, das hier sieht... Mike Huddleston. Gut, dann gucke ich mal hier rein. Nee, hier steht es nur allgemein. Man muss jetzt selbst gucken... Nee, du hast ja recht, dass, wenn du mir das mal zeigst, kann ich ja... Also vom Stil her würde ich jetzt eher sagen... Das hier ist Monstrous, genau. Ja. Das erkennt man ja auch so schön, deswegen ist das so einfach, man muss nur gucken. Das hier ist, wie du richtig erkannt hast, vorne Monstrous-Zeichner. Das andere ist ja schon fast so... Ist auch gezeichnet. Nee, ist auch gezeichnet. Oder gemalt, ja. Cool. Also jemand, der Labyrinth mag, damals Dark Crystal den Film gesehen, hat sich kaum noch daran erinnern kann, den gibt es heutzutage für ganz wenig Geld auf Blu-ray, DVD oder sonst was. Mal wieder gucken. Ich will auch mal bestellen irgendwann. Und
wenn das noch nicht für den deutschen Markt geplant ist. Ich meine, natürlich bringt Splitter genug raus, aber das wäre auch was für eine Fantasy-Schiene von Splitter. Das ist richtig schön. Jetzt, wo das siebte Heft, was mir jetzt gerade durchblättern erschienen ist, kann man auch schon sagen, dass es von der Story her soweit tauglich ist und von den Zeichnungen sehr schön ist. Hm. Oh, eine Werbung für Kong. On the Planet of the Apes. Yes. Wenn ich Zeit hätte und noch mehr Platz hätte, wo ich gesammelte Comics lagern könnte, dann würde ich dieses ganze Planet of the Apes-Thema auch komplett. Ah, ich habe ja noch diesen dicken Band zu Hause von Crosscult, den muss ich auch irgendwann mal lesen. Ja. Ja, und wie Crosscult das rausgebracht hat. Was ein Glück, gibt es Verlage, die Sachen mit Mühe rausbringen. Mhm. So, in der Zwischenzeit hat der Léger Legende das nächste Heft rausgezaubert aus der Kiste. Und das Manowar. Yes, dann Heft Nummer 7. Der Autor ist Matt Kind, deswegen habe ich es bestellt. Deswegen ist der Comic auf jeden Fall schon mal gut. Die Storyline wird 12 Hefte haben. Wir sind gerade bei Heft 7, das habe ich noch nicht gelesen. Ich habe auch die 6 noch nicht gelesen. Da habe ich 2 Hefte zum Lesen. Ich habe jetzt die Pre-Order Edition bestellt. Das heißt, wenn man vorbestellt, kann man sich eine Ausgabe bestellen, wo im Mittelteil Bonus-Features drin sind, wie Making-of, Interview und so weiter. Okay. Und weil ich das einfach mal zum ersten Mal ausprobieren wollte, das macht der Verlag öfters gerne, dass die Leute, die vorher schon wissen, wir bleiben bei der Serie bei, die werden belohnt. Der Verlag weiß dafür gleichzeitig, dadurch, dass es vorbestellt wurde, wir haben diese Verkaufszahlen. Damit Kind kann das sehr gut erzählen. Da gibt es einen Charakter, einen Hauptcharakter, der dieses X-O Manowar trägt. X-O Manowar ist schon eine Serie, die es schon länger gibt, hat mich nie interessiert, habe ich nie gelesen, weil ich Superhelden-Universum nicht so verfolge, dass es jetzt von Valiant das dritte Universum nach Marvel und nach DC, was es an Superhelden-Universen gibt. Und das kann man als Leser komplett neu einsteigen. Ach, guck mal, hier ist schon das nächste. War das für die Christina oder war das für dich? Also mir sagt es jetzt gerade nichts, oder? Das hat sich dann bestimmt die Christina ausgesucht. Aber schönes Cover. Ja. Mit Spotluck und so. Was ist es denn? So, hier haben wir vom Autor Matt Fraction und Zeichner Steven Sanders The Five Fists of Science. Auf dem Cover. Den hier erkenne ich jetzt nicht. Ich bin jetzt auch kein Spezialist für die Leute. Das hier könnte Nikola Tesla sein. Und das hier vielleicht der Einstein. Wir blättern mal auf und gucken mal. Ich hätte aber auch gesagt Einstein. So, with letters on early every page by... Das ist bestimmt ein Sammelband von einer Heftserie, die ich damals auch nicht hatte und jetzt auch den Sammelband mitbestellt habe, aber nicht für mich, sondern für, ich nehme es mal an, bitte? Für jemand anders. Genau. Ach, siehst du mal, das hier ist wahrscheinlich der Mark Twain. Ja. Der Mark Twain war zu Lebzeiten mit dem Nikola Tesla befreundet. Die sind zusammen abends ihr Essen in denselben Clubs verzehren gegangen. Der Mark Twain hat damals auch für Fotos zur Verfügung gestanden, wenn der Nikola Tesla irgendwas in Szene setzen wollte. Dann sind hier vorne Our Characters vorgestellt, dass da noch die Bertha von Suttner ist. Timothy Boone. Ach, das ist der andere, der hier vorne abgebildet ist, vermute ich mal. Den Namen kenne ich ja auch, kann ich aber spontan gar nicht so zuordnen. Da sind hier noch die anderen Charaktere vorgestellt, die auch aus der Zeit von Nikola Tesla stammen. Der J.P. Morgan war damals jemand, der Geld gegeben hat. Also sowas wie heute die Höhle der Löwen. Dann haben wir hier den Edison, der hat ohne Studierbildung Sachen erfunden. Der ist ganz anders herangegangen, um seine Glühbirne zu erfinden als der Tesla. Der hatte halt dieses Vorwissen der Menschheit zum Thema Physik an der Uni gelernt. Und dann hat er nur von Anfang an gesagt, Leute, wenn man das alles weiß, kann man das und das und das und das und das alles machen. Und irgendwann haben die Leute gesagt, ab irgendeinem Moment glauben wir, dass du spinnst. Hat er aber mit sehr vielem Recht. Und dann geht der Comic los. Sieht aus, als wäre er am Computer koloriert und nachträglich als Comic erschienen. Dann fehlt immer so ein bisschen das Warme in der Koloration, wenn man da kein Profi ist. Das heißt, das ist ein Werk, das auf den ersten Blick nicht perfekt koloriert aussieht und auch nicht perfekt gezeichnet ist. Aber ich glaube, da geht es bei diesem Comic überhaupt nicht drum, sondern um die Five Fists of Science. Der Titel macht, ist zumindest, Programm. Macht zumindest mal eine Ansage. Ne? Jawohl. Ja, das ist etwas kühl gezeichnet, das stimmt, ja. Aber naja.
Ich würde es auch lesen. Mhm. Aber das hat bestimmt dann die Christina bestellt. Hier haben wir Previews. Das heißt, in der Lieferung liegt auch noch der Marvel Previews bei. Neben den normalen Previews gibt es dann nochmal extra einen Marvel Previews, in dem die Marvel-Neuheiten vorangekündigt werden. Da haben wir jede Menge neue Sachen. Squirrel Girl, Iceman, Monsters Unleashed, Venom, Iron Man, Avengers, Thor, Hulk und so weiter. Mhm. Und hier haben wir noch Previews, Retailer Order Form. Gut, um demnächst wieder neu zu bestellen. Auf dem Cover ist einfach Empower drauf. Eine Dark Horse-Serie, die zum Beispiel von unserem Mitstammtischler Alexandros sehr geschätzt wird. So, dann haben wir die Sender. Das ist vom Autor Jeff Lemire, Zeichner Dustin McNuyen. Der hat auch Batman, Gotham Girls und, nee, nicht Batman, Lil Gotham gezeichnet und andere Batman-Sachen. So, die Sender hatten wir doch eben gerade. Und da liegen nochmal die Sender. Also auch da gibt es ein Variant-Cover. Ah ja. Das heißt, dieses... Da war es aber jetzt mal unvernünftig. Naja, es gab halt drei Stück und es sind alle drei von Künstlern, die ich auch theoretisch verfolgen würde. Mhm. Das heißt, das sind alles ehrenwerte Variant-Cover-Künstler. Also das eine ist halt vom Serienkünstler. Das hier erkenne ich schon. Ist dann vom Jeff Lemire. Das ist der Autor. Und dann haben wir hier noch eins. Von wem ist das? Das ist, könnte mit Kind sein, aber das weiß ich nicht. Mal aufblättern, ob es hier steht. Ja, wenn jetzt wirklich jemand nochmal die alten Podcasts hört, wo ich schon mal einen erzählt habe. Da hatte ich ja von Department H erzählt und das hatte ich gerade so frisch gekauft, dass ich davon noch überhaupt keine Ahnung hatte. Zum Beispiel auch nicht, wie man Autor und Titel ausspricht. Und jetzt tue ich so, als hätte ich schon immer Matt Kind gesagt. Ich habe neulich mal ein Interview gelesen, da wurde vorgestellt, dass er nicht Matt Kind heißt, so wie ich das falscherweise ohne Ahnung mir zusammengereimt habe, wenn man nur das Wort liest. Sondern das heißt Matt Kind, wie es dann der Interviewer ihn vorgestellt hat. Ah ja. Ja, ich hätte es übergehen können, so tun können, als wäre ich das schon, wüsste ich das schon immer, aber das. Also Blitzturm, hör gut zu, Matt Kind. Genau. Hier haben wir einfach mal einen Serienstart probiert, der heißt Gasolina. Gasolina. Da muss ich irgendwie drauf aufmerksam geworden sein. Wahrscheinlich durch Image Plus und wahrscheinlich war da irgendwas Interessantes. Was hatte man hier? Was war denn da noch? Heft Nummer 1. Ja. Heft Nummer 1, kann man ja immer mal. Ne? Ich meine, als ich das hier habe ich als Leseprobe gelesen, da meine ich, das bräuchte ich nicht. Warum habe ich es doch bestellt? Vielleicht, also nicht aus. Ich habe noch nicht den Lieferschein abgeglichen. Es kann auch sein, dass das eine Bestellnummer drunter ist, was ich haben wollte. Ja. Und die entweder falsch geliefert haben, ich Häkchen falsch gesetzt habe. Ich setze selten die Häkchen falsch. Immer wenn ich kontrolliere, stelle ich fest, dass dann. Wenn Lady Death kommt, was ich überhaupt nicht brauche, das lag nicht an mir, sondern der Packer hat sich einfach vertan. Das kann ja passieren. Ich habe vergessen, wenn ich es bestellt habe, warum ich es bestellt habe. Von der Leseprobe her bräuchte ich es nicht. Vielleicht stand aber auch in dem Interview irgendwas, dass das hier wirklich sensationell sein könnte. Oh, da zieht jemand eine Hose runter. Das ist vielleicht deshalb. Also, darum ging es nicht im Interview, das weiß ich. Aber mir fällt gerade nicht ein. History of Fact. Schaufel, da wird jemand. Das muss ich nochmal nachvollziehen. Ach, hier hinten. Ach nee, ist eine Leseprobe von was anderem. Das bist du jetzt auswendig nicht. Nee. Guck mal rein. Aber vielleicht fällt mir ja was auf. Vielleicht. Vielleicht hatte ich sogar von erzählt und ich habe selbst nur vergessen. Wirklich. Wirklich? Also das wäre jetzt auch kein Titel, den ich mir aufgrund der Zeichnungen... Nee, gell? Ja, also von der Leseprobe her wusste ich, dass ich noch weiß, viel zu brutal. Also das mit der Hose runter natürlich. Aber hui, da ist ja dann doch. Ja, ich bin auch nicht der diese... Einiges schief dann. Ne? Ja, eben. Sowas macht ja nur Sinn, wenn es von der Story her irgendwas... Wenn da ein, was Hammer, ja. Also mir kommt es vor, als hätte ich mir beim... Durchlesen von Image Plus, einfach nur abgespeichert, Gasoliner brauche ich nicht. Vielleicht habe ich mir das jetzt falsch gemerkt, ich check's mal. Als nächstes, es ist ja unsortiert in dem Paket drin. All New Fathom, genau, von Michael Turner, die berühmte Fathom-Serie, die so obercool ist.
Nachher vorhin war Soulfire, ne? Soulfire, genau. Und jetzt kommt Heft Nummer 8 von All New Fathom. Hier ist es, dass seitdem die Serie All New heißt, dass es nochmal von vorne, glaube ich, erzählt wurde. Aber Fathom, die All News habe ich bisher noch gar nicht gelesen, nur die Soulfires. Das heißt, da kann ich inhaltlich nichts zu sagen. Hier kommt was. Ach, beim Bestellen überlegt man sich, brauche ich das wirklich? Ich muss ja streichen, zusammenstreichen, damit ich nicht zu viel bestelle. Also wer jetzt hier wirklich die ganze Zeit zuhört, der merkt, dass ich schon ein paar Heftchen habe. Einer Lieferung. Aber insgesamt ist das jetzt das vierte von fünf. Aber dann auch die Monatslieferung, ne? Ist die Monatslieferung. Naja, trotzdem guck mal hier. Naja. Das ist noch nicht alles, da drin ist noch mehr. Es gab mal Bill und Ted. Und das habe ich Bill mal. Und Ted. Genau, da gab es Kinofilme mit dem Keanu Reeves und dem, wie heißt der andere, Winter, Alex Winter. Die zwei Schauspieler haben sich nicht vertragen, deswegen war es schwierig, da Fortsetzung zu drehen. Winter is coming. Yes. Aber ich fand den ersten Film, also es ist halt auch ein Zeitreisefilm mit Spaß. Ist eine sehr witzige Teenager-Komödie aus dem End 80er, Anfang 90er. Ich muss ich auch mal wieder gucken, fällt mir da gerade ein. Ja. Also auch wenn wir es gruppentechnisch schwierig finden, mit Termine finden, aber theoretisch kann ja auch der kann gerade hier oder so. Ja. Müssen wir mal wieder gucken. Aber was halt auch die Erinnerung zurückbringt, wie witzig und was für ein Universum das war, ist, weil ich habe die Heftserie mich doch für entschieden und bestellt. Bill und Ted Saves the Universe. Geht um Bill und Ted. Das ist Heft 4 von 5. Und auf gleiche Weise wie in den zwei Filmen, die es gibt, gibt es hier auch wieder ein Abenteuer zu bewältigen. Das hier sind auch zwei. Eine Zeichentrickserie noch, ne? Oder? Die habe ich nie gesehen. Wenn sie gab, habe ich die bis jetzt noch nicht geguckt. Würde mich aber aus heutiger Sicht auch wieder interessieren. Also, wenn einfach so die Jahrzehnte ins Land gehen und es kommt die Nostalgie dazu, also Zurück in die Zukunft fand ich früher einfach nur sehr gut und heute finde ich es kultig. Indiana Jones fand ich früher nur gut, nicht mal sehr gut, aber heute ist es schon kultig. Bisschen merkwürdig gezeichnet. Man gewöhnt sich dran, aber diese Serie ist so gezeichnet. Davor gab es schon mal zwei Comic-Heft-Serien mit neuen Stories. Die hatten ein oder zwei andere Zeichen, ich weiß es gar nicht mehr. Es ist halt so ein bisschen im American Modern Funny Style stört nicht weiter, wobei ich halt hier den Bild mit der Nase ein bisschen komisch finde. Aber okay. Ja, ich sehe gerade, ich Heft 3 auch noch nicht gelesen habe, also das ist jetzt Heft 4 und mit dem 5. wird es dann abgeschlossen. Wieder ein Abenteuer mit Bill und Ted. Immer witzig. Die haben übrigens in den Filmen eine Telefonzelle als Zeitmaschine gehabt und da gab es auch einige Anspielungen. Aber gab es die auf Deutsch? Bill und Ted? Ja, die gab es auf Deutsch. Wenn es die zu kaufen. Also da war's, also ich, hast du die mal gesehen? Ich habe gerade mal Bilder gezeigt von der Zeichentrickserie. Die habe ich auch wieder vor dem Film eigentlich gesehen, ja. Ach so. Bei mir oft so. Also, dass ich die Zeichentrickserie vor den Filmen gesehen habe. Ghostbusters war das. Teenage Mutant Ninja Turtles. Ja. Da war es immer so, dass ich das erst vor dem Film gesehen habe. Ich will immer gar keinem einen Strick draus drehen, wenn er sagt, ich habe zuerst zum Beispiel die Verfilmung gesehen und wusste gar nicht, dass das auf Comics basiert. Man kann dann so als Comic-Experte so besserwisserisch sagen, ach, das ist klar, dass du das... als ich Kind war, habe ich auch zuerst schlimme Zeichentrick gesehen und danach festgestellt, es basiert auf Comics. Manchmal ist es so rum, manchmal so rum. Das war auch sehr oft der Fall bei mir, ja. Oder wenn es einfach ist, dass die Filme gibt und man erkennt vom Werbeplakat nicht, dass es einen anspricht oder es interessiert einen erst 10 Jahre später, sind die Filme ja auch rum. Das ist ja nicht schlimm. Ui, das nächste Heft ist Department Age. Ja, gerade erwähnt. Genau, hatte ich schon mal erzählt in einem früheren Podcast oder war das? Auch, ja. Inzwischen sind wir bei Heft 18. Es ist von Kapitel zu, also von Heft zu Heft ein Kapitel. Und es bleibt immer gleich gut, gleich interessant. War irgendwas mit es gibt eine Tiefseetower? Oder? Genau, eine Tiefsee-Forschungsstation. So fängt auch The Wake an, deswegen finde ich das auch Hammer von Scott Snyder. Habe ich neulich dem Tobi vom Comicladen erzählt, muss er mal lesen. Scott Snyder ist ja der zurzeit Batman geschrieben hatte. Geschrieben, ja. Und der hatte nebenbei oder davor, ich glaube es war davor, The Wake gemacht. War auch Tiefsee-Forschungsstation, da ist was passiert. Und stimmt, hier, ja. Genau. Irgendwas erinnert mich das gerade, ja. In dem Jahr, wo die Heftserie in Amerika rauskam, das war dann in diesem Jahr mein Highlight, immer das nächste Heft zu lesen. Und Department Age ist zurzeit immer so mein Highlight mit zwei, drei anderen zusammen.
Es gibt immer Comics, die lese ich sehr gerne. Wenn ich sie gelesen habe, habe ich es abgearbeitet. Und dann gibt es Comic-Themen oder Comics, die lese ich und beschäftige mich danach. Also hier mit dem Thema Tiefsee oder sowas. Mhm. Da zeichnet der Matt Kind selbst und ist auch Autor. Und der ist jetzt nicht der realistischste Zeichner, braucht auch kein Mensch. Mhm. Dann zeichnet er so eine Tiefseespinne. Und die sieht ziemlich krakelig aus. Und dann denkst du, kann er nicht besser zeichnen? Und jetzt habe ich gestern das beim Seppen im Fernsehen gesehen, dass so eine Tiefseespinne genauso aussieht. Die sieht einfach so krakelig aus. Und jetzt hier auf dem Cover haben wir auch ein paar Tiefseetiere abgebildet. Mhm. Giant Squid, jawohl. Die können ja wirklich gigantisch groß sein. Mhm. So, da muss ich gar nichts mehr zu sagen. Kannten wir schon. Dann schauen wir mal. Oh, hier haben wir das eben schon erwähnte Disney Princess. Mhm. Früher regelmäßig erschienen. Heute gab es ab und zu mal zwei, drei Monate Pause. Mhm. Ja. Rapunzel gibt es auch wieder als Cartoon-Serie, ne? Das kriege ich immer gar nicht so mit. Also umgekehrt wie du, du kriegst ja manchmal zuerst die Zeichentrickserien mit und dann weißt du, was es da noch zu gibt. Bei mir ist es so, früher habe ich mich immer nach Zeichentrickserien zu den Themen, die ich mochte, gesehnt. Ach, die Ariel spielt diesmal wieder mit. Aber es gab keine Zeichentrick. Und heutzutage, wo es zu vielen Zeichentrick gibt, weiß ich einfach aus Lebenserfahrung, ich komme nie dazu, die ganzen Serien zu gucken. Und deswegen lasse ich es manchmal ungerne weg, aber ich lasse es dann weg. Und deswegen habe ich zum Beispiel die... Liest man das Panorama hin? Ja, das ist schön. Also wenn man Disney Princess, das Comic-Heft, aufschlägt, liest man es im Panorama-Style. Das heißt, die Strips sind quer über die Seite, immer zwei pro Seite. Und man blättert sozusagen von unten nach oben. Das sind auch regelrecht so als Strips konzipiert, ja? Genau. Nette Idee. Ja. Finde ich auch. Hier wurde mir kostenlos beigelegt eine Leseprobe zu Mike Mignola, The Comic Sampler. Verschiedenes drin. Mike Mignola kennen wir von Hellboy. Da gab es auch Zeichentrickserien, habe ich auch nie geguckt, aber heute bereue ich es und möchte es noch nachholen. Dann gab es vom Tom King, das ist auch ein Batman-Autor, der sehr gefeiert wird, weil er überzeugt hat. Der hat auch bei Marvel The Vision gehabt. Das ist auch ein, man nennt die Dinger hier immer Superhelden. Moderner Android-Superheld. Ja, genau. Und diese sechsteilige Heftserie war so erfolgreich, dass die nachträglich als sehr, sehr wichtig eingestuft wurde. Der Tom King hat es einfach drauf. Und was sonst nie passiert, nachträglich wurde von der Heftserie jetzt nochmal eine Director's Cut Edition rausgebracht. Und weil ich es damals nicht gekauft habe, man kann nicht alles haben, aber ich überall gehört habe, das sollte man nicht verpassen, man sollte mal reinlesen. Und ich die Paperbacks dann doch nicht genommen habe, habe ich gedacht, was ein Glück bringen die in diesem Einzelfall. Sie sollten sowas viel öfters machen. Director's Cut Edition, das heißt mit Autorenkommentaren, mit sind die Sprechblasen halb durchsichtig? Das ist oft bei Director's Cut, bei dem jetzt glaube ich nicht. Aber es ist halt dann das Skript hinten mit bei. Hier, Letters Page. Genau. Also nur ein Skript kann manchmal ein bisschen langweilig sein, aber es ist immer ein bisschen aufgelockert und eigentlich sehr interessant, gerade wenn man sich auch ein bisschen über Storytelling und sowas austauscht, interessiert. Scribbles von den einzelnen Seiten, ja. Genau, sowas mag ich ja sehr gern. Manchmal stelle ich mir auch nur Director's Cuts von Serien, die ich überhaupt nicht sammle oder haben will, aus dem DC-Universum. Als nächstes. Das nächste nennt die Collar-Cover von Action Comics. Action Comics Nummer 987. Ja. Oh, krass. Gut. Also, sehr cooles Cover. Da wechselt es von Oz zu Hope, wenn man hin und her schimmern lässt. Und gleichzeitig wechselt es im Motiv vom Superman-Logo zu lauter, wahrscheinlich sind das Leichen, die angeordnet sind wie das Superman-Logo. Auf der Rückseite ist Wonder Woman-Werbung und das wird dann gleich genutzt. Auf DVD hat es in den USA eine Bonus-Scene und das ist auch cool dargestellt, weil es eben, wenn man den Umschlag mit Lenti Goulart-Cover bestellt, dann ist natürlich die Rückseite auch damit möglich. Hier haben wir jetzt Black Science 31 aus dem Hause Image vom Rick Remender. Eine wunderschöne Serie von Matteo Scalera gezeichnet oder gemalt. Im Deutschen erschienen beim Splitter Verlag. Genau. Wer vernünftig ist und die US-Hefte hat, braucht das bei Splitter eigentlich nicht mehr. Und dann sieht man, wie schön die Splitter-Ausgaben sind. Und dann weiß man, dass die Serie schon gut ist. Und wenn man weiß, dass eine Serie gut ist, dann sollte man den Comic auch kaufen. Und manche Leute sind so bekloppt und haben es dann eben doppelt. Aber die Schwierigkeit, und das ist jetzt gar nicht nur
dummlallt, sondern es ist wirklich schwierig abzuschätzen, welche Serie kommt nach Deutschland. Als Black Science auf Englisch angefangen hat, wusste man nicht, ob es jemals nach Deutschland kommt. Umgekehrt, wenn auf dem deutschen Markt bei anderen Verlagen wie Panini oder Crosscult irgendwas sich so schlecht verkauft, dass der Verlag immer nur drauf zahlt. Ja, man weiß ja auch vorher nie genau, wie gut es wird. Ne? Genau, dann also wird es auf Deutsch abgebrochen, wenn er dann die englische aufbricht. Es gibt natürlich Autoren, die sind schon von sich aus so ein Garant, dass es nicht schlecht sein kann. Ja. Aber ja. Das sieht so geil aus. Mhm. Also wohlwollend betrachtet ist der eigene Zeichenstil sehr gut eingesetzt. Wo sind die im Moment? Heft 31 haben wir hier. Und dadurch, dass wir ja drüber gesprochen haben und ich schon fast das nächste Heft nehme, kann ich ja unerwähnt lassen, dass ich auch hier zwei Cover habe. Hier kommt schon das nächste. Da drüben liegt Comic Shop News. Mhm. Da ist die Ausgabe mit dem Interview über den Matt Wagner. Das ist auch einer aus den anfangs Independent-Zeichner vom US-Markt. Der hat damals The Mage gemacht. Das war einfach so ein 0815-Amerikaner, der auf, ich weiß gar nicht mehr, wie es dazu kam, der ist in die magische Welt reingerutscht. Hatte im ersten Storybogen dann das war so legendär und cool für einfach 90er Jungs, die sich damit so cool identifizieren konnten. Der Matt Wagner ist in den letzten Jahrzehnten gealtert. Volume 2 hat die Geschichte dann als etablierten Künstler, also Mage und der Hauptcharakter, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt, so ein langer Name, Kevin Matchstick, na gut, so lange ist er nicht. Das ist der Hauptcharakter. Der hat, ich sag mal, in Volume 1 mehr oder weniger die Künste der Magie und die Welt der Magie kennengelernt und das auf so moderne Weise, das war ziemlich cool damals. In Volume 2 hat er damit gelebt, dass er ein großer Magier ist, mit dem, ich glaube, Excalibur ist das Schwert, oder? Was war sein? Ja, der Excalibur, genau, darum geht es. Das ist seine Waffe, wobei Schwert ist bildlich gesprochen, es muss nicht unbedingt ein Schwert sein, in der Form von einem Schwert, aber kennen wir alle. Und jetzt ist gerade vor 2,5 Monaten die abschließende Volume 3 erschienen, gestartet, soll 15 Hefte umfassen. Jetzt ist gerade hier frisch das zweite Heft rausgekommen und es geht gerade wieder so gut los. Heft 0 sehen wir einfach nur, der Hauptcharakter altert mit dem Alter Ego, mit dem Autor. Und wenn man dann mal ein Foto von dem Matt Wagner sieht, der sieht auch so aus, sehr hohe Stirn, also oben schon ein bisschen Glatze. So sieht auch der Matt Wagner aus. Volume 3 spielt, dass der Hauptcharakter Kinder hat. Inzwischen hat der Matt Wagner Kinder. Er geht mit dem Kind in Heft 1 von der Volume 3 durch den Park. Das Kind möchte zum Spielplatz und auf einmal sieht er, dass da die schärigen Vögel über dem Park sind. Und Heft 0 ist auch nochmal so richtig ein cooler Gag. Sollte man mal reinlesen. Das hat es leider, glaube ich, auch nie auf dem deutschen Markt in irgendeiner Form geschafft, wenn wir es höchstens mal in Hit-Comics, nee, ich glaube auch nicht, aber nur Savage Dragon dann. Das sollte man wirklich mal rausbringen. Man muss dem Zeichner verzeihen, dass er Ende der 80er noch nicht so gut zeichnen konnte. Heute ist wenig abgewandelt hat, aber viel routinierter im Zeichnen ist, aber die Story ist sehr gut. Ja, viel weiter. Was wir hier auch noch haben, noch ein Serienstart. Ja, man muss in den USA mal vorbestellen. Das heißt, wenn das dritte Heft erscheint, umgekehrt, wenn man das Heft 1 bestellt und man bestellt weiter oder nicht, es erscheint das erste Heft, nachdem man das dritte Heft schon bestellt haben müsste. Ansonsten kriegt man es ja nicht. Und deswegen probiert man meistens drei Hefte aus. Und hier ist The Realm. Da bin ich auch sehr gespannt, was es gibt. Das ist jetzt realistischer gezeichnet. Auch aus dem Image Verlag, eine Serie, wo ich das Interview und die Leseprobe gelesen habe. Es könnte wirklich auch wieder eine geile Fantasy-Welt werden. Immer wenn es realistischer gezeichnet ist bei Image, ist das oft ein Anzeichen dafür, dass es auch brutaler zugeht. Das schreckt mich manchmal ein bisschen ab, aber manchmal überzeugt die Story so sehr und es wirkt dann auch als gehört es dazu. So, das nächste Heft, wieder ein Serienstart, alles aus demselben Katalog, vorbestellt, das erste Heft mit dem Titel Redcon Issue 1. Okay. Da bin ich sehr gespannt, weil da einfach der Titel Programm ist und ich habe keine Ahnung, wie sie es umsetzen werden. Das Interview klang als haben sie Gutes vor. Die Leseprobe hat einen Zeichenstil, dass ich denke, hey, das ist doch voll okay. Um es zeitnah umsetzen zu können, also der Zeichner muss ja auch hinterherkommen, haben sich viele Zeichner einen Zeichenstil angewöhnt, den man
wo das Finishing hinterher schneller geht, also das Kolorieren vielleicht auch schon ein bisschen schneller geht und das Digital Finishing. Mhm. So sieht es hier auch aus, aber es stört überhaupt nicht. Also es war ja in den Hoch-90ern diese Koloration so übertrieben, dass es viele im Nachhinein sagen, das war nichts. Also mir gefällt es bis heute noch. Ich bin halt ein US-Comic-Kind der 90er. Ich mag diese Battle Chasers-Kolorierung. Das ist jetzt hier wieder zurückgeschraubt. Nicht diese überphotoshoppten Glanzeffekte. Dann haben wir hier auch wieder vom Mad Kind das aktuelle Heft von der Serie Grass Kings. Das soll auf dem US-Markt laut Vorhersage nicht als Sammelband erscheinen, sondern nur als Heftserie. Sind wir bei Heft 7. Da gibt es einfach ein kleines Landstück, wo die Leute sich diesseits des Sees in Grass Kingdom ja, so ein bisschen autark leben wollen, auch mit der Gesetzgebung und sowas. Gehen natürlich offiziell nicht, aber intern versuchen die es so zu regeln. Da ist irgendwo dann jenseits des Sees eine Frau rüber geflüchtet, die dort von dem Polizisten abgehauen ist, der ihr Mann ist. Kein schönes Leben für sie gewesen. Jetzt schickt der Polizist da seine rechte Hand rüber und es passiert ein Mord und Anfang tut das Heft immer mit Rückblenden, was vor 100, 200 Jahren so an diesem Platz passiert ist. Da sind nämlich auch schon Morde passiert, weil das einfach so eine Gegend ist. So, hier haben wir Gru, Statue Aragones Gru, Play of the Gods, Heft Nummer 3. Gru kennt man auch aus den 80ern hierzulande. Immer sehr, sehr witzig, sehr schön. Fantasy Funny vom besten Klassiker. Wer es nicht kennt, muss mal reinlesen. Macht einfach nur Spaß. Dann haben wir hier Kaiju Max. Das ist vom Zeichner und Autor Sender Kennen. Den mag der Alexandros auch sehr gerne. Die Serie hatte ich mal probiert und musste weiter bestellen, ehe dann die ersten Hefte kamen. Dann kamen die ersten Hefte, weil ich habe weiter bestellt. Also wenn man es komplett haben möchte, muss man weiter bestellen. Und ich kam zum Volume 1 lesen, nicht als schon Volume 2 gestartet ist. Inzwischen habe ich Volume 1 gelesen. Jetzt bestelle ich Season 3, das ist Heft 3. Es ist eine schöne Serie. Ist kindlich gezeichnet, hat so ein Computerspielthema im Fantasy-Welt. Dann gibt es von dem Verlag von Michael Turner Espen Comics, die haben eine Serie gestartet vor zwei Volumes, das ist jetzt glaube ich Volume 3, Heft 3a, Lola Xoxo, also XOXO. Da gibt es einfach eine Künstlerin, die heißt Sia Ooms oder wie sie sich ausspricht. Und die macht einfach ihr eigenes Ding. Das ist einfach in so einer ja, Mad Max Welt. Gibt es irgendwo so ein einzelnes Dorf, in der man zurechtkommen muss, wie es halt immer so ist im Dorf. Es gibt irgendeinen, der sowas ähnliches wie Bürgermeister, Sheriff und sonst was ist. Es gibt immer einen, der ja, die Rolle des Außenseiters spielen muss. Es gibt ein hübsches Mädel und die reist aus. Das heißt, die will da nicht länger bleiben. Ich weiß gar nicht, was sie sucht. Ihren Bruder oder Gerechtigkeit. Auf jeden Fall geht die raus in die Wüste und muss da zurechtkommen, kommt auch mal zurück, gerät in ein anderes Dorf. Also es sind dann immer so Dorffestungen. schön gezeichnet. Muss man mal gucken. Also das verfolge ich deshalb gerne, weil ich denke, die Zeichnerin macht alles von ganz alleine. Also in Amerika ist das untypisch. Da gibt es immer diese Teams. Ja, ja. Das kriegt sie ganz gut hin. Da hat auch nie ein Heft Verspätung. Das ist einfach irgendeine fleißige. Ach, hier ist das nächste Disney Princess Heft. Ab und zu kommt bei einer Lieferung keins, in den nächsten zwei, weil theoretisch ist es monatlich. Praktisch muss ja, wenn die Kiste gepackt wird und losgeschickt wird, die Lieferung gerade da sein. Hier haben wir das zweite Heft. Gut, das ist jetzt Heft 12. Dann haben wir hier, okay, hat der Leger-Legende nicht vorhin gerade erst gesagt, Harlequin liest er schon lange nicht mehr? Ja, das ist so, aber Harlequin-Variant-Covers sind von Frank Cho gezeichnet. Und Frank Cho ist ein Comiczeichner, der seinen eigenen Stil hat, der eine große, feste, treue Fangemeinde hat. Zu der gehöre ich einfach, deswegen ist es Pflicht, dass ich mir die Variant-Cover bestelle. Leider hat die Serie nicht von Heft 1 ab an Variant-Cover von Frank Cho gehabt, deswegen habe ich die Harlequin-Heftserie mit Variant-Cover von Frank Cho erst seit Heft, ich glaube 10, weil es seit 9 dieses Variant-Cover gibt, das hatte ich aber verpasst. Ich habe vor, das eines Tages mal alles nachzulesen, weil ich Harlequin sehr gerne mag, aber im Moment freue ich mich immer jedes Mal über das Cover, das Hammer. So, hier, ich glaube, das hatte ich dir das letzte Mal schon gezeigt, Elsewhere, das erste Heft mit der Emilia Engelhardt oder wie sie heißt, die weibliche Pilotin, die leider in Fantasy-Welt mit ihrem Flugzeug landet und da zurechtkommen muss. Das erste Heft war sehr, sehr schön. Jetzt bin ich gespannt, wie es hier mit dem gerade frisch erschienenen zweiten Heft weitergeht. Davon werde ich berichten. Später. Hier haben wir auch wieder ein Heft Nummer 1. Liegt auch daran, dass ich das bestellt habe, weil ich es in Image Plus Leseprobe-Interview gelesen habe. Das sah sehr schön aus.
Der Zeichenstil ist zum Teil, also der ist Manga angehaftet, aber schön koloriert wie so ein franco-belgischer Fantasy-Funny. Mhm. Vielleicht wie von Trondheim diese Sachen. Ja. Und die Leseprobe war richtig schön. Ein starker Frauencharakter, der sich irgendwo beweisen muss. Ich habe schon wieder vergessen, was der Clou war. Die muss dann auch irgendein, ja, wie immer ein Adventure bestehen. Das hatte ich jetzt vergessen, aber das werde ich auch ziemlich zeitnah lesen, weil in diesem Stil sieht nicht nur sehr schön aus, ist ja immer ziemlich schnell durchgelesen. Ja. Oh, ich habe keine Ahnung, wie viele Stunden wir jetzt schon das Interview machen und wie viele Stunden ich schon von diesem Heft auspacken laber. Wir sind beim letzten Heft. Last but not least, Heft Nummer 5 von No World, auch wieder von Espen Comics. Im Universum von Espen Comics, zu dem auch Phasm Soulfire und weiteres gehört, gab es zuletzt dann einen Crossover und eine Neudefinition der Welt, wie weit sie jetzt gerade etabliert ist, also einfach nur zur besseren Übersicht und um danach Crossovers starten zu können. Hier spielen jetzt die Charaktere zum Beispiel aus Soulfire, hier auf dem Cover links die eine, ich weiß gar nicht, wie sie heißt, Onyx oder so, und aus anderen Espen-Serien erleben zusammen ein Abenteuer. Das kann immer sehr billig zusammengeschustert sein und nix sein, oder es kann soweit ganz unterhaltsam sein, oder es kann der Hammer sein. Das hier finde ich soweit ganz unterhaltsam. Das ist manchmal angenehmer, als wenn es der Hammer ist. Weil man kann nicht immer vom nächsten Hammer erschlagen werden. Das, ja, klar. Ich habe früher Kundschaft gehabt, der eine, der war so begeistert, dass ich ihm so die Tops der Tops zeigen konnte. Also der immer nur over the tops, Beste und das Allerbeste vom Besten. Das lag daran, dass der irgendwann neu bei mir als Kunde war und ich aber schon 10 Jahre lang die Comics beobachtet habe. Und irgendwann war er so oft hier, dass ich ihm alle meine, ich sag mal jetzt mal, Liebling Top 15 gegeben hatte. Der war dann verwundert, dass nicht jeden Tag ein neues absolut Best-Hammer-Ding rauskommt. Und der wollte mir erst gar nicht zuhören, als ich gesagt habe, dass die Nicht-Hammer-Dinger genauso schön und liebenswert sein könnte. Und zur Abwechslung musste auch mal was anderes lesen. Hat es dann aber doch nachvollziehen können, als ich ihm die anderen Sachen gezeigt habe, die auch richtig schöne Comic-Serien sind, die man gerne weiterverfolgt, weil sich da auch was entwickelt, weil da auch was Schönes, das dann für ihn ist. Es hat hier jeder einen anderen Geschmack, jeder eine Bewertung von das ist toller als das. Und so hat er auch gemerkt, dass allein Variation, also immer vom selben Autor, der Batman, deswegen wechseln die ja in Amerika auch immer wieder die Autoren, damit es immer eine neue Nuance, eine neue Variation gibt. Das wird dann irgendwann durchschaubar. Und zum Beispiel gerade im Genre Krimi möchte man nicht, dass es durchschaubar ist, wenn man zum Beispiel dem Detektiv folgt und möchte selbst mitraten. Und so ist es auch hier bei den Comics. Ja. Oh je, guck mal, hier so viel in einem Monat. Naja, es sind so drei Hefte geworden. Ja. Der dicke Paperback ist gar nicht für mich und der Paperback ist für dich. Das heißt, schön geredet, ist eine kleine Portion Comics für mich wieder. Schön geredet, ja. Und da sind ja auch viele dabei, die inhaltlich immer dasselbe haben, ne? Und dann, ja. Also, das ist mein aktueller Comic-Stolz. Was mache ich jetzt? Was man auch sagen muss, wenn man wirklich, also ich probiere halt sehr viele Serien aus. Das habe ich früher beruflich schon gemacht. Man muss ja wissen, was der nächste Hit werden wird. Und man kann dann auch, wenn man wirklich einen Künstler am Anfang trifft, also mit seinem Comic, und da ist es noch nicht alles komplett perfekt ausgereift, die Entwicklung zu sehen, wie sich jemand mausert und einfach dabei bleibt und sich entwickelt, das ist auch, das ist schön, das macht Spaß. Ja. Und von daher ist es gar nicht schlimm, wenn jetzt der eine noch nicht perfekt koloriert ist, der andere nicht perfekt erzählerisch ist. Ich lese auch sehr gerne Sachen, wo ich erkenne, dass die Grundidee Potenzial hat und der Geschichtenerzähler es dann aber nicht ganz rausholen kann. Dann hofft man auf Volume 2, wenn es wegen der noch nicht Perfektheit schlechte Verkäufe hat, kommen oft keine Volume 2s und manchmal stellt man fest, nee, in der nächsten Runde geht schon viel runder, viel besser zu. Ja. Ja. Tja. Das soweit zu den Comicheften. Ja, mit nochmal einer schönen Anekdote zum Schluss. Ja. Ja, ich glaube, damit haben wir es dann relativ rund, oder? Tut mir leid, dass ich nicht alle Anekdoten parat habe. Es gibt unendlich viele, man vielleicht kann gar nicht aufhören. Ich ja auch noch ein paar. Wir verteilen sie auch, wenn mir die nächste durchs Labern einfällt. Dann gebe ich sie am besten. Oder schreibst du mal auf. Oder ich notiere es mir. Ja, es reicht der Stichwort, damit ich mich wieder daran erinnere. Ja. Ja.
Das ist wahrscheinlich nicht. Ich schreibe mir den ganzen Satz auf oder die ganze Geschichte. Ja. 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 Gut. Dann bedanke ich mich erneut, dass ich hier sein durfte. Ich danke auch. Und wie gesagt, wenn alles klappt, sehen wir uns ja schon bald wieder. Genau. Oder hören uns vielmehr bald wieder. Ja. Liebe Hörer. Liebe Hörer. Es geht immer weiter. Immer schön wachsam bleiben. Ja. Und ja. Das war mal eine Rezension der anderen Art. Aber es ist nicht verkehrt. Das war mal eine ganz schöne Geschichte. Stößchen. Stößchen. Genau. Dann. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ihr Tschüss. Und euer Steffen und Lische Legende. Tschö. Schön ausgeblendet. Nee, Outro haben wir ja. Es kommt jetzt. Das kommt. Ja, jetzt. Porsche, im Hintergrund kannst du es schon hören. Ah, da ist es. Oh, es wird lauter. Oh, das ist das Outro. Oh, man hört mich jetzt. Comic Cookies sind eine Produktion der Comic Community. Schickt uns Kommentare im Blog, bei Facebook, bei Twitter oder als Audio über Audioboo. Wir freuen uns außerdem über jede Bewertung bei iTunes oder podcast.de. Alle Infos dazu und zu unserem Podcast findet ihr online unter podcast.comic-community.de. Vielen Dank. Also der Abspann ist rum. Theoretisch schalten jetzt alle ab. Es läuft, kommt dann nur noch Stille. Ich habe genau hingehört, es ist nur noch Stille. Also eigentlich jetzt abschalten. Jetzt hört eh keiner mehr zu. Ich habe lang genug erzählt und geredet. So viele Anekdoten waren es gar nicht. Es war eher Auspacken meiner US-Lieferung. Das war spontan, weil sie gerade kam. Jetzt passiert wirklich nichts mehr. Also jetzt abschalten. Ach, ja, genau. Knips mal hier. Wer jetzt nicht abgeschaltet hat, die eine Anekdote, die vorhin noch irgendwo zwischen rein sollte, wenn man so viel erzählt und man erzählt hier lang statt da lang, ja, deswegen ist ja das mit dem Paralleluniversum eine schöne Sache. In einem Universum habe ich ja noch diese Geschichte erzählt zu dem Thema selbstkopierte Hefte und wie fleißig man als Comicladen-Mitarbeiter sein kann oder nicht oder wie viel Herzblut man reinlegen kann. Es ist halt auch so bei diesen selbstkopierten Heften. Ich selbst habe ja auch hobbymäßig gezeichnet. Habe ich ja auch mal mein eigenes selbstkopiertes Heft oben in der US-Abteilung, wo ich dann ja gearbeitet habe. Ach, da hätte ich auch noch ein paar Episoden zu erzählen. Das nächste Mal, was in der US-Abteilung so passiert mit so Tense-Heft, das da rumliegt oder sowas. Und einmal kam halt ein Spawn-Fan mit Freundin rein. Die Freundin hat sich einfach nur so voll gelangweilt. Der Spawn-Typ war gut aufgehoben im Comicladen, ganz viele coole Comics. Und aus Langeweile hat die das da rumliegende Heft aufgeblättert und durchgeblättert und gelesen. Das fand sie auch richtig gut. Woran ich das merke, sie hat es gekauft. Und das war mein eigenes Heft. Das verkaufe ich natürlich ganz schlecht. Es sei denn, ich preise es anders an mein eigenes Kunstwerk. Bitte kauf's doch. Tränendrüse. Und die hat es von sich aus gekauft, fand das ganz schön. Mein ganzer Stolz. Da war ich live dabei. Das ist schön. Also da hat sie sich einfach gedacht, in diesem Comicladen, diese ganzen komische Action-Kram, den da ihr Boyfriend da toll findet, das ist nichts für sie. Sie blättert da oben irgendwas auf und dann ist da ein süßer, niedlicher Comicstrip von meinen eigenen Sachen schön. Und auf gleiche Weise wie dieses A5 selbstgetackerte Comic-Heft hatte ich früher auch, ich bin ja großer Bone-Fan und habe über jede Menge Comics berichtet, auch die Inside-Infos und ganz besonders hervorgehoben und besonders präsentiert und jede News rausgehauen war halt aus dem Universum von Bone, meinem Lieblingscomic, damals wie heute. Und als es noch kein Internet gab, hat man die News nur anders weitergegeben. Wenn man nicht jedem alles eins zu eins erzählen kann, dann kann man das ja auch niederschreiben, selbstkopiertes Heft mit Bone Comic News machen und das dann auch verteilen. Das hatte ich dann auch in unserem Comicladen kostenlos ausliegen und das haben sich auch die Leute gern genommen. Und früher gab es dann irgendwann doch erste Websites. Zu den ersten Websites, die es gab, war auch von dem Comiczeichner von Bone, seine Website Boneville. Die gibt es wirklich schon sehr lange früher, so richtig selbst gebaut, präsentiert. Und dann hat er da auch schon vorangekündigt, wie das Heft, was in 3 Monaten erscheinen wird, das Vorderbild aussieht. Aber man hat früher mit Absicht die Abbildung immer sehr klein und in sehr schlechter Auflösung aus 2 Gründen präsentiert. Zum einen, früher gab es ja noch nicht diese Geschwindigkeit mit Upload und Download wie heutzutage, wo die Leute nicht mal mehr wissen, was Up- und Download ist, weil es so wurscht ist, weil die Geschwindigkeiten so hoch sind. Wenn du früher eine Website besucht hast, haben die Leute mit Absicht die Bilder in schlechter, kleiner Auflösung hochgeladen, damit das Bild schneller geladen ist. Das hat ja eine virtuelle Größe und erst wenn diese ganz geladen ist, wird das Bild angezeigt. Deswegen hat man früher 72 dpi und schlechter gemacht. Und
Das heißt, ich konnte diese Abbildung gar nicht einsetzen. Die war viel zu schlecht, um es in einem selbstkopierten Heft zu machen. Und dann habe ich das nachgezeichnet. Ich habe dann unten drunter immer die Credits geschrieben und nachgezeichnet von mir. Und ja, das war auch eine schöne Zeit. Da hatte ich eine Bone-Zeitung rausgegeben. In A5 lag das dann im Comicladen aus mit den damals News, die es sonst nirgends gab, weil ich die ja von überall her mir zusammengesucht und zusammengekramt habe als selbst der große Bone-Fan. Und das Bild war halt dann komplett als Bone News, wenn ich von hier eine Halbinfo und dann eine News und hier schon auf die Website vom Jeff Smith hatte. Und das war dann halt meine Präsentation in diesem A5 Magazin, das dann genauso im Comicladen bei den Comic-Prospekten, die kostenlos waren, rumlag mit eigenen Coverzeichnungen von Cover-Nachzeichnungen von mir. Das war auch noch schön. Eine Anekdote, die ich selbst gern mir selbst wieder in Erinnerung rufe. Ich muss gar nicht nochmal Tschüss sagen, weil wir haben ja schon Tschüss gesagt. Hier kam jetzt ja eh nichts mehr. Es ist ja schon längst rum. Also jetzt könnt ihr wirklich abschalten.